Herzlich willkommen an alle an diesem letzten Juniabend, der so schön und so warm ist. Aber vielleicht sitzt ihr ja auf der Terrasse, vielleicht habt ihr die Füße in einem kalten Fußbad. Thomas, es ist so wunderbar, weil wir haben ja jetzt schon 3 Abende miteinander, glaube ich, oder? 3 Abende sind es. 4. Und du hast, oder 4, du hast beim letzten gesagt, ma, das macht so Spaß. Und mir natürlich auch, dass du gesagt hast, okay, wir machen noch vor der Sommerpause nochmal 2 Schüsslerabende. Und der erste heute geht um die allgemeine Einführung und zum besseren Verständnis dieser Heilweise, so wie du sie uns erklärst, so wie du sie seit über 30 Jahren praktizierst und lernst. Ich durfte selber von dir schon so viel lernen und ich freue mich besonders und bin sehr stolz, dass er heute Abend für uns alle wieder Zeit hat. Das ist ja fast wie, ich sage hier einen Ehrengast an. Von der Zeit hat mir der Thomas gesagt, 90 Minuten, vielleicht 100, mal sehen, so um den Dreh. Ihr habt alle von mir heute oder gestern eine Unterlage bekommen. Der Thomas hat gesagt, ich darf sie euch rumschicken. Vielleicht habt ihr sie ausgedruckt. Dann könnt ihr nebenbei etwas schreiben. Bei allen Fragen, die euch so vielleicht auf der Zunge brennen, schreibt sie mir in den Chat rein. Ich schaue dann, was wir dem Thomas für Fragen stellen können. Schön, dass so viele jetzt mittlerweile schon dabei sind. Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit hast, wie schon gesagt. Nah online ist ja jetzt wirklich schon eine tolle Geschichte mittlerweile geworden. Ich habe sehr, sehr viel Freude damit, wirklich. Und ich werde auch im Herbst damit weitermachen. Es wird im August dann noch eine Basenpostenwoche geben, so wie am Donnerstag am Ende noch. Aber derweil Bühne frei, Thomas, und in Freude. Ich bin deine Assistenz wieder heute. Vielleicht darf ich dazwischen mal was sagen, aber natürlich weiß ich, dass man dich nicht so unterbrechen sollte. Aber bitte, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir in den Chat hinein und es erfolgt eine Aufnahme. Da wird aber der Thomas dann am Donnerstagabend gegen Ende des 2. Seminars noch etwas sagen. So, wunderbar. Thomas, ja, guten Abend an dich. Ja, herzlich willkommen, alle Teilnehmer, nah und fern. Und ich freue mich über die Technik, die das alles möglich macht. Absolut, absolut. Diese Schlüsselsätze für den Alltag, das war ein Vortrag, immer ein Abendvortrag und der hat 3 Stunden gedauert. Das war für die Leute ganz schön anstrengend. Und ich genieße es, wenn ich jetzt 2 Abende hier über dieses Thema sprechen kann. Ich hoffe, Sie haben sich das ausdrucken können. Wenn wir auf der Seite 4 jetzt beginnen, dann ist am Beginn ein Satz von Schüssler. Die oben genannten Stoffe, also die Mineralstoffe, sind die Baumaterialien und die Funktionsmittel der Gewebe. Baumaterial sind sie durch ihre Masse, Funktionsmittel durch ihre Qualität. Jetzt fragt man sich sofort, ja, was heißt denn jetzt Funktionsmittel? Also Baustoffe ist uns klar, aber Funktionsmittel, was heißt denn das jetzt? Und ich kann Ihnen sagen, dass sehr gut das Verständnis bringt, wenn wir Steuerungsmittel dazu sagen, Regulierungsmittel. Und ich war Werklehrer und ich sage natürlich am liebsten Werkzeuge. Und das wird noch sehr deutlich in den weiteren Ausführungen kommen. Schüssler war homöopathischer Arzt in Oldenburg und er war Homöopath. Sein Bruder hat ihm die Ausbildung zum homöopathischen Arzt bezahlt. Und 1874 hat er dann seine erste Ausgabe herausgegeben, die werden Sie noch sehen können. Also er hat gelebt von 1821 bis 1898, war 15 Jahre homöopathischer Arzt und er war mit dieser Heilweise nicht so zufrieden, für ihn nicht so zufrieden. Er hat sich mit den modernsten Forschungen seiner Zeit auseinandergesetzt, unter anderem eben auch mit Virchow. Virchow war ein berühmter Forscher in Berlin, der hat überhaupt in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850, 60, 70, hat er die Naturwissenschaft begründet. Die hat es vorher nicht gegeben. Und er hat sich mit der Zelle auseinandergesetzt. Es brauchte damals ja wirklich die Entwicklung von Mikroskopen, von
chemischen Analysen, die möglich sind. Wenn Sie sich vorstellen, es gehen ja 100.000 durchschnittliche Körperzellen auf einen Stecknadelkopf. Ich weiß, heute sind die Forschungen noch viel weiter. Aber damals konnte man die Zelle erforschen und Virchow hat, man kann wesentliche Aussagen auf einen Punkt bringen, die Krankheit des Körpers ist gleich der Krankheit der Zelle. Interessant. Moleschott, ein Holländer, hat dann, sein Hauptwerk heißt Kreislauf des Lebens, hat dann festgestellt, dass die krankhaft veränderte Zelle dadurch entsteht, dass sie Mineralstoffe verliert. Also entsteht durch den Verlust an anorganischen Salzen. Jetzt könnte man sagen, na ja, dann war es für Schüssler ganz leicht, ne? Dann füllt man halt die Zelle wieder auf und dann gehen die Krankheiten weg. Also dann muss die Gesundheit der Zelle und damit des Körpers entstehen durch Deckung des Verlustes. Aber so einfach war das ja nicht. Man musste ja die Mineralstoffe, Schüssler musste ja die Mineralstoffe bis in die Zelle bringen. Das war ja ganz was Neues, was Modernes und etwas Umwälzendes. Einfach nicht nur gewisse Stoffe, die der Körper braucht, in den Körper hineinbringen. Nein, das war nicht genug. Die Stoffe mussten bis in die Zelle aufgenommen werden können vom Körper. Und er hat vom Professor Vincent gewusst, dass der Stoffwechsel der Zelle ausschließlich auf molekularer Ebene stattfindet. Und deshalb hat er ja als Homöopath, hat er ja das Verfahren der Potenzierung gekannt. Potenzierung heißt ein stufenweises Verreiben von Trägersubstanz mit Wirkstoffen. Und es wird immer wieder dünner und dünner und dünner, oder in der Homöopathie natürlich potenziert. Da geht es ja auch um die Energie, keine Frage. Und er hat dieses Verfahren der Potenzierung verwendet, um seine Wirkstoffe möglichst fein in der Trägersubstanz zu verteilen. Nun hat er ja eine große Intuition, ist ja keine Frage, ein großes Wissen. Und er hat 12 Mineralstoffe gefunden, die seiner Erfahrung nach die wichtigsten für den Körper sind. Nun muss man davon ausgehen, dass ja seine Analysenmethoden noch nicht so fein sind wie 10, 20 Jahre später oder gerade heute, wo wir in Millionstel Gramm feststellen, was im Körper gebraucht wird, wie zum Beispiel Chrom, ist nur im Mikrogramm im Körper enthalten. Nein, er hat also seine Wirkstoffe in der Trägersubstanz Milchzucker. Und jetzt sage ich absichtlich verdünnt durch stufenweises Verreiben. Schüssler verwendet selber das Wort Verdünnung. Und er hat drei Mineralstoffe gehabt: Ferrum phosphoricum, Calciumfluoratum und Silicea, nicht wasserlöslich, schwer aufnehmbar. Wissen wir heute noch, Eisen, nicht? Und Kieselerde, Silicea, muss bis in die feinsten Nervenfasern aufgenommen werden. Die hat er bis in die 12. Dezimalverdünnungsstufe verdünnt. Und die anderen waren für ihn in der 6. Dezimalverreibungsstufe. Und alle Erweiterungsmittel nun, die sind bei der Adler-Pharma grundsätzlich in der 12. Verreibungsstufe, weil da geht es ja um viele hochwirksame Stoffe, um das Jod, um das Brom, Kupfer, Zink, Aluminium, ich habe schon Chrom erwähnt, Gold. Also hier haben wir, ich glaube, ich habe alle aufgezählt, Arsen noch zu erwähnen. Das sind wirksame, hochwirksame Stoffe. Und die sind also hoch verdünnt, damit sie wirklich bis in die Zelle vom Körper aufgenommen werden können. Nun, die modernste Forschung bestätigt Füßler. 80% der Stoffwechselprozesse des Körpers finden in den Zellen statt. Und das hat schon eine große Bedeutung für diese Schüsslersche Heilweise. Und dann wissen wir auch noch, dass die Zellen sich vor hohen Konzentrationen verschließen. Das heißt, wenn ich also hochdosierte Stoffe gebe, dass das die Zelle ja gar nicht aufnehmen,
sondern dass sie sich sogar verschließen vor hohen Konzentrationen. Und die Baustoffe werden ja hauptsächlich durch die Ernährung geliefert. Und die Nahrung, unsere heutige Ernährung, hat schon einen riesigen Verlust an Nährstoffgehalt erlitten. Ich habe ein Beispiel. Im Ackerboden finden wir 100 verschiedene Mineralstoffe. Es werden aber nur 10 nachgedüngt. Was ist mit den anderen 90? Oder ein anderes Beispiel. Da kommen wir noch bei den Bedürfnissen drauf. Warum gibt es immer mehr dunkle Schokolade? Ich war unlängst in einem Geschäft und da habe ich gesehen, von einer Firma bis zu 90% Gehalt an Kakao, bittere Schokolade. Ja, warum denn? Wissen Sie, wenn die Menschen das nicht kaufen würden, in 14 Tagen, 3 Wochen oder 2, 3 Monate ist das nicht mehr im Geschäft. Der Computer wirft diese Produkte selbstverständlich hinaus, wenn sie nicht gekauft würden. Aber warum werden sie denn gekauft? Im Kakao ist Magnesium. Und jetzt ist die Frage, warum brauchen wir so viel Magnesium? Magnesium wird gedüngt, entweder als Magnesiumphosphat, das ist schwer wasserlöslich und die Pflanze kann es schwer nehmen. Oder als Magnesiumnitrat, ist sehr wasserlöslich, verliert es in tiefe Bodenschichten. Und schon haben wir Pflanzen, die nicht genügend Magnesium haben. Das Magnesium ist im Chlorophyll als Atom enthalten, ist für uns sehr wichtig. Da gehen wir noch drauf ein. Also, Nährstoffgehalt hat stark abgenommen. Und deshalb müssen wir heute, das ist ja jetzt 150 Jahre nach Schüssler, auf 2 Bereiche achten. Auf die Funktionsmittel, auf die Betriebsstoffe, Schüsslersalze und auf die Baustoffe. Und das werde ich noch besonders erwähnen, weil das so wichtig ist. Es ist schon so, dass Schüsslersalze zu wenig sein können. Und wir brauchen dann doch noch auch Baustoffe dazu. Die Mineralstoffe von Schüssler sind für den Bedarf der Zelle eingerichtet. Es geht also hier um die Qualität. Wenn aber jetzt ein Kind einen besonderen Kalziummangel hat, dann wird es nicht ausreichend sein, Nummer 2 zu geben, Kalziumphosphor. Wir brauchen auch noch hochdosiertes Kalzium, das hier dem Kind zur Verfügung gestellt wird. Und ich kann ganz am Anfang hier Ihnen ein Produkt der Adler Pharma zeigen, Zelljuve Bene. Das ist jetzt ein Vollarzneimittel in der Biochemie nach Dr. Schüssler und für Knochenschmerzen, Wachstumsschmerzen geweignet. Das sind ja 6 Schüsslersalze in einer Tablette. Und die AGES, die diese Arzneimittel genehmigt, will natürlich bei einem Arzneimittel Beschwerden haben, die behoben werden. Aber ich wollte einfach für dieses Zelljuve Bene mal einen optimalen, positiven Ausdruck haben. Und die Tochter meiner Frau hat ja jetzt die Adler-Apotheke übernommen in Schüttorf. Und die habe ich da so geplagt nicht, aber diskutiert habe ich mit ihr. Und dann hat sie gesagt, gesundes Wachstum. Und das ist für mich eine sehr schöne Formulierung für diese Unterstützungsmöglichkeit der Knochen, der Kinder. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Kalzium anschauen im Körper, 70 Kilogramm schwerer Mensch hat 1 Kilogramm ungefähr Kalzium in seinem Körper, 1000 Gramm. Will ich mit Schüssler 1 Gramm Calcium Phosphoricum Nummer 2 auffüllen, müsste ich 1 Tonne Schüsslersalze zu mir nehmen. Also, da sehen wir schon, da merken wir auch schon, da geht es um einen anderen Bereich. Mit den Schüsslersalzen füllen wir die Zellen auf und mit den Baustoffen, die auch sehr notwendig sind, füllen wir die Baustoffe auf. Wir haben also hier 2 Bereiche, den Bereich innerhalb der Zelle und den Bereich außerhalb der Zelle, den wir, wie soll man sagen,
im Auge behalten müssen. Denn es geht nicht darum, dass wir bei Schüssler, also nur die Schüsslersalze im Auge haben. Wenn, wie ich schon gesagt habe, bei Calcium zum Beispiel, müssen wir unter Umständen auch ein Calciumpräparat im Auge haben. Und bei Eisen müssen wir unter Umständen zu diesem Ferrumphosphoricum auch noch ein Eisenpräparat im Auge haben. Und jetzt ist es so, da erzähle ich lieber eine Geschichte. Ich habe in Linz einen Kurs gehabt, unsere Ausbildungskurse, für die ich natürlich sofort Werbung mache, sind 6 Seminare. Und den Anna hat ja auch unseren Ausbildungskurs mit Bravour absolviert und sehr interessiert. Und da haben wir, ja, da haben wir bei jedem Seminar eine Rückrunde. Und da war eine Heilpraktikerin dabei aus Bayern. Und jedes Mal, wenn ich die angesprochen habe, sind Tränen gelaufen. Habe ich mir gedacht, da ist was passiert. Nein, hat sie geantwortet. Weißt du was, da ist mir ja schon lange bei du. Weißt du was? Richtig große Ordination. Kinder, Haushalt, Mann, es ist einfach zu viel. Dann habe ich sie gefragt, ja, nimmst du die Nummer 5? Nicht? Kalium, Phosphor kommt, der Mineralstoff für die Energie. Ja, nimmt sie eh. Ja, nimmt, damals haben wir noch keinen Adler-Ortho gehabt. Nimmst du auch Lecithin dazu? Wieso Lecithin? Das war also 2003, 2004, ganz am Anfang unserer Arbeit. Wieso Lecithin? Da habe ich gesagt, ja, das haben wir doch durchgenommen. Kaliumphosphoricum ist der Betriebsstoff für das Lecithin. Und es nützt dir nichts, wenn ich das Werkzeug fürs Lecithin habe und das Werkzeug greift dauernd ins Leere, weil da nichts ist. Also das Lecithin. Und wie sie dann ein Lecithin-Granulat dazu genommen hat, ist das sehr schnell in Ordnung gekommen. Gut. Wir wissen heute, großer Mangel an Kaliumphosphoricum, Mutlosigkeit, Verzagtheit, Weinerlichkeit, da geht es auch den Nerven nicht gut. Jetzt brauchen wir schon zum Lecithin auch noch den Vitamin B-Komplex. Wir brauchen hochwertigste Fette, essentielle Fettsäuren. Und du brauchst natürlich ein Kalium dazu, das Kaliumhydrogenphosphat. Und jetzt habe ich Ihnen die Bestandteile von Kaliumenergie gesagt, also von einem Produkt, das wir entwickelt haben mit den Nährstoffen, dass wir nämlich zur Nummer 5 auch die entsprechenden Nährstoffe zur Verfügung haben. Wir brauchen, um das kurz zu sagen, eine Balance zwischen Betriebsstoffen und Baustoffen. Und die muss immer optimal vorhanden sein. Es nützt nichts, wenn ich nur auf einer Ebene auffülle und auf der anderen bleibt das. Das werden wir noch genauer natürlich besprechen. Also wir haben festgestellt, dass man zum Schüsslersalzen oft Baustoffe dazu braucht. Nicht nur Mineralien, auch Vitamine und andere Pflanzenstoffe zum Beispiel. Und wir haben jetzt für dieses Verständnis der Biochemie hier die Formulierung Werkzeuge für die Baustoffe. Schüssler selbst schreibt in seinen ersten Schriften, dass bei Rachitis der Calciumhaushalt durcheinandergekommen ist. Der Körper kann das Baustoff Calcium nicht mehr steuern. Und dann schreibt er eben, dass durch die Nummer 2, Calciumphosphoricum, die Zellen aufgefüllt werden und es hier zu Bewegungen, molekularen Bewegungen und Steuerungsvorgängen kommt, wo dieses Baustoff Calcium wieder in seine Ordnung kommt. Also ein Beispiel sofort von Schüssler. Und natürlich, es gibt Menschen, die nehmen vergeblich Calciumpräparate ein, weil der Steuerungsstoff fehlt. Oder noch, mir noch lieber, das Werkzeug fehlt, dass der Körper dieses Calcium ergreifen kann und in die Knochen einbauen kann. Und beim Eisen, wenn Sie, oh, es gibt Menschen, die können so schwer Eisen aufnehmen, haben zum zweiten und dritten Mal ein Präparat verschrieben bekommen. Eigentlich sollten die schon diese Dose in der Hand haben, Nummer 3, Ferrumphosphoricum, denn das ist jetzt der Regulierungsstoff für dieses Eisenpräparat.
Steuerungsstoff. Und ich gehe zur Kieselerde. Gibt es Frauen, die nehmen Kieselerde? Ja, meistens also wegen den Falten, aber unter Umständen auch für ihr Bindegewebe, weil wenn sie an einer Tischkante vorbeigehen, haben sie schon einen blauen Fleck, weil das Bindegewebe der Gefäße so empfindlich, so brüchig ist. Und sie sagen, ja, eigentlich, ich spüre das nicht, dass das wirklich einen Erfolg bringt. Ja, es fehlt die Nummer 11, Silicea Nummer 11. Es gibt noch etwas, was für uns wichtig ist. Werkzeug für die Baustoffe. Nun ist im Körper der Hornstoff, das Keratin, ein wesentlicher Baustoff. Für alle Fasern ist er wichtig. Also dieser Mineralstoff Nummer 1 ist wichtig für die Elastizität. Im Körper, der ganze Körper ist elastisch. Und für die Hüllen, die Haut ist eine wesentliche Hülle zum Beispiel. Und es ist der Betriebsstoff für den Hornstoff. Und wenn es jetzt zu einem Mangel kommt, zu einem Defizit an diesem Betriebsstoff, dann kann der Organismus nicht mehr den gesamten Hornstoff steuern. Ich habe ja gesagt, Steuerungsstoff. Ja? Und er kann nicht mehr den ganzen Hornstoff halten und er tritt an die Oberfläche. Und was haben wir dann? Hornhaut auf den Fersen. Und deshalb Nummer 1, ein wichtiger Mineralstoff für die Hornhaut. Aber jetzt kommt es natürlich. Gell? Und wenn Sie dann denken, ach, ich habe so eine Hornhaut, wenn ich da mit dem Fuß austritt, das bricht, das tut so weh, also Risse, gell? Ach, dann nehme ich die Nummer 1. Dann kann es Ihnen passieren, dass Sie die Nummer 1 nehmen, die Nummer 1 nehmen und die Nummer 1 nehmen. Und Sie warten, dass da unten endlich bei der Hornhaut was passiert. Gell? Aber wissen Sie, da gibt es einen ganz wichtigen Satz. Alles, was sich außen am Körper zeigt, ist wie die Spitze vom Eisberg. Da hat es schon viele Baustellen im Körper gegeben. Da ist überall ein Schüttel gehängt, geschlossen wegen Mangels an Betriebsstoffen. Und die sind vordergründig, die sind vordringlich wichtig für den Organismus. Und ich habe gesagt, Elastizität. Da gibt es vielleicht eine Gebärmuttersenkung, wo die Bänder sich wieder straffen, wo man oft umknickt, weil die Bänder zu lang sind, wo die Elastizität insgesamt leidet, man ist steif geworden. Und das braucht alles Nummer 1. Und dann geht der Körper erst zur Hornhaut. Aber damit Sie nicht so lange warten müssen, haben wir ja hier eine Creme für die Hornhaut, die Soft Feed. Ich werde Ihnen immer wieder diese praktischen Anwendungsmöglichkeiten zeigen, weil mir das sehr wichtig ist. Ja, und dann ein älterer Mensch kauft sich Lecithin für seine Energie, für seine Vitalität, für seine Spannkraft. Kommt er wieder in die Apotheke und sagt er, wissen Sie was, Frau Apotheker? Eigentlich spüre ich nicht viel. Und ich sage Ihnen, was ich eben vorher schon bei der Heilpraktikerin erzählt habe, es fehlt die Nummer 5, Gallium Phosphoricum. Oder ich kann hier gleich auch ein Komplexmittel vorstellen. Zellvita, Vitalität, ist eine tolle Energiemischung und da Kalium, Energie dazu. Das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist eine tolle Kombination für die Energie, für die Müdigkeit, für Erschöpfung. Aber es ist eine ganz tolle Lernkombination für Schüler. So. Jetzt ist es aber wieder umgekehrt. Ah, da geht es um die Soft Feed. Die Soft Feed war für die Hornhaut auf den Fersen. Aber jetzt haben wir die umgekehrte Richtung. Baustoffe für die Werkzeuge. Und das Erste, was wir hier haben, ist natürlich Knochenprobleme. Ja? Knochenprobleme, der Mensch nimmt die Nummer 2 für die Knochen und oder nimmt sogar vielleicht auch als Erwachsener Zellulobene. Und es wird nicht so. Und dann brauchen wir für die Nummer 2 die Nährstoffkombination. Für das Calcium Phosphoricum brauchen wir jetzt die Nummer 2,
Calcium plus. Und da steht nicht umsonst drauf Knochengesundheit. Also wir haben hier, natürlich gibt es dann da hier die ganze Aufzählung der Nährstoffe, die da drinnen sind. Aber das würde heute den Einführungsabend überfordern. Eisenpräparat, ja, wenn das Eisenpräparat nicht anschlägt, haben wir schon gehört. Na, umgekehrt, ich bin ja jetzt bei der umgekehrten Richtung. Wenn das Ferrum phosphoricum zu wenig ist, dann brauche ich Eisenimmun. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, da habe ich Ihnen eben schon zu diesem Kaliumenergie, habe ich Ihnen schon die Nummer 5 gesagt und zum Silizium Plus eben die Nummer 11. Jetzt geht es darum, da kannst du jetzt viel nehmen. Wirklich? Wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie so eine Flasche, also eine Flasche Mineralwasser vor sich haben, da sind durchschnittlich vielleicht 1000 Milligramm Mineralstoffe drinnen, also ein Gramm. Ja? Man sieht es gar nicht, weil es ja alles so gelöst ist. Wissen Sie, wenn Sie so viel Mineralstoffe einnehmen wollen, wie in so einer Literflasche Mineralwasser enthalten ist, dann müssen Sie eine Tonne Schüssler Salze zu sich nehmen. Unser Flaschen Mineralwasser, das trinkt man ganz locker. Wir sind eben hier bei einer Verdünnung, die so wichtig ist, dass der Körper tatsächlich diese Mineralstoffe bis in die Zelle hinein aufnehmen kann. Und was jetzt noch wichtig ist, Schüssler hat nur Mineralstoffverbindungen, wie sie im Organismus vorkommen. Das heißt, er braucht keine Zerlegungs- und Verknüpfungsarbeit leisten. Er kann diese Mineralstoffe, die ihm hier angeboten werden, sofort einbauen. Ein Beispiel, Schüssler hat ein Magnesiumphosphoricum kreiert. Hahnemann hatte schon zwei Verbindungen mit Magnesium gemacht, aber die waren ihm nicht recht. Und zwar, weil die Wissenschaft damals festgestellt hat, an den Synapsen der Nerven ist die Verbindung Magnesium-Phosphoricum. Und darum hat er diese Verbindung genommen. Also grundsätzlich war das seine Entscheidung, sein Axiom, Grundsatz, sein Grundsatz. Die Mineralstoffverbindungen müssen zum ständigen Bestand des Körpers gehören. So. Und müssen entsprechend verdünnt werden, damit sie wirklich gut aufgenommen werden können. Und wenn wir jetzt über Speicher sprechen, dann zeige ich Ihnen ein Bild, das mir da hier sehr wertvoll ist. Wir wollen Speicher aufbauen. Sie sehen hier ein Fass mit verwitterten Dauben, also die einzelnen Bretter heißen hier Dauben. Und beim Buchstaben E ist es so, dass die Daube am meisten verwittert ist. Der Justus von Liebig war ein Agrikulturchemiker, also der hat die ersten Dünger entwickelt. Er hat gelebt zur Zeit Schüsslers. Und er hat ein Minimumgesetz entwickelt, das besagt, die Pflanzen müssen sich in ihrem Wachstum und in ihrer Reifung nach dem Mineralstoff richten, der am meisten fehlt. Also das würde hier bei unserem Bild dem Mineralstoff E entsprechen. Nun können wir das durchaus auf den Menschen auch übersetzen, nämlich, dass der Mensch in seiner Leistungsfähigkeit, in seiner Vitalität, in seiner Kompetenz, körperlichen Kompetenz, ausgerichtet wird, das kann er sich nicht aussuchen, nach dem Mineralstoff, der am meisten fehlt. Und das ist hier E. Also wenn Sie den Menschen übersetzt hier anschauen, haben Sie die meisten Mineralstoffmängel bei E und F. Das heißt, je schlechter es einem Menschen geht, umso weniger verschiedene Mineralstoffe bekommt er. Also hier E und F. Und wenn Sie da einen Strich machen bei den beiden Mineralstoffen, da werden Sie sehen, die Leistungsfähigkeit ist von gut 30% auf 50% gestiegen. Aber noch einmal, je schlechter es einem Menschen geht, umso weniger verschiedene Mineralstoffe bekommt er. Und je besser es einem Menschen geht, umso mehr verschiedene kann er natürlich zu sich nehmen.
Und der Körper ist ja ein ausgeklügeltes Speicherwesen. Und wir haben hier Arbeitsspeicher, kurzfristige Arbeitsspeicher, langfristige Langzeitspeicher. Wissen Sie, da fällt mir immer ein, dass der Mensch eigentlich nichts Neues gebaut hat bei den Computern. Gell? Da haben wir die Arbeitsspeicher und dann haben wir die Festplatten. Ist auch nichts anderes. Ne? Und ja, und wenn jetzt so ein Mineralstoff verbraucht wird, wie zum Beispiel, wenn ein Kind in der Kälte draußen ist und viel Nummer 8 verbraucht wird, und Natriumchloratum ist der Betriebsstoff für die Wärmeregulierung im Körper und auch für die Schleimhäute. Und wenn da viel verbraucht worden ist, und das Kind ist jetzt wieder im normalen Raum, dann greift der Körper zu einer Notregulation. Noch einmal, die Nummer 8 ist für die Wärmeregulierung, für die Flüssigkeitsregulierung, für alle Körperteile, die nicht über die Durchblutung in den Stoffwechsel eingebaut werden. Und es ist das Werkzeug, sage ich jetzt einmal, für den Schleimstoff, für das Mucin. Also mit dem Mineralstoff baut er alle Schleimhäute auf. Jetzt kommt es aber zum Mangel. Das Kind kommt ins Zimmer und trinkt ein Glasl Wasser. Jetzt werden Sie sich denken, was hat denn das jetzt wieder mit dem Betriebsstoff zu tun? Ja, ganz wichtig. Der Körper braucht für das Wasser einen Betriebsstoff und das ist die Nummer 8. Also es geht nicht so punktuell. Aber jetzt, der Körper braucht dringend Nummer 8 bei dem Kind. Und was macht er? Er holt jetzt Natriumchloratum-Moleküle aus der Verbindung mit dem Mucin, weil das hat er vorher mit dem gebunden, im Bereich der Nasenschleimhäute. Der Schleim verliert seinen Halt und rinnt als glasklarer Rotz aus der Nase. Wir sind beim Schnupfen. Nummer 8. Und dann sagt man, na, gestern hat sich das Kind verkühlt. Ja? Und wir gehen jetzt zu einem weiteren Thema, das sehr wichtig ist. Ja, ich ernähre mich doch gesund, wieso soll ich da Mängel haben? Sehe ich doch. Und wissen Sie, ich habe zuerst schon gesagt, unsere Nahrung ist nicht mehr mit all diesen Nährstoffen vollwertig vorhanden. Wissen Sie, dass ein Acker, der gedüngt wurde, jahrelang braucht, bis man hier wirklich biologische Nahrungsmittel anbauen kann? Also das ist nicht so einfach. Gut. Defizite, Sie lesen da, die beginnen schon im Mutterleib. Wovon die Mutter nicht viel hat, kann sie dem Kind nicht viel geben. Wir haben eine einseitige Ernährung und jetzt kommt ein wichtiges Thema, der Schlafplatz. Ich habe gestern ein Beratungsabend im Dauernspa gehabt, waren sechs sehr interessierte Teilnehmer, auch eine Ärztin war dabei. Und dann habe ich über den Schlafplatz geredet, über den Spiegel. Und wie der belastend ist. Und dann hat eine Frau spontan gesagt: Ja, weißt du, in unserer Ferienwohnung schlafe ich viel besser. Jetzt weiß ich wenigstens warum. Die hatten nämlich einen ordentlichen Spiegel in ihrem Schlafplatz. Also in jedem Schlafzimmer natürlich. Spiegel gehört entfernt. Ich kann da nicht lang über die Energie reden. Sie können in YouTube Thomas Fechtinger eingeben und einen Film drüber sich anschauen. Energiefeldhygiene, was ein jeder für sein Energiefeld tun kann. Aber was noch wichtig ist, das ist der Strom. Elektrosmog ist einfach belastend. Wenn Sie das Handy als Wecker verwenden wollen, dann gehen Sie bitte auf Flugmodus und dann sucht das Handy nicht alle paar Sekunden einen Sender. Und wenn Sie da einen schlechten Empfang haben, dann müht sich das Handy ab, einen Sender zu ergattern. Und das verbraucht viel Strom vom Akku, aber auch ungeheuer viel Strahlung. Also, Flugmodus. Schalten Sie bitte den Strom aus vom Schlafzimmer. Und Sie werden sich wundern, wie angenehm hier das Schlafen werden kann. Und noch wieder so einen Satz, der mir wichtig ist. Alles, was am Morgen am stärksten ist, ist wahrscheinlich entstanden durch die Belastung vom Schlafplatz. Und ja, ich bin dafür, spielen wie die Kinder. Wenn jemand Spiegeltüren hat, dann machen Sie halt die Türen auf oder hängen Sie es aus und tragen Sie es weg.
und probieren es, wenn es nicht so schön zum Anschauen ist. Aber dann probieren es doch aus, wie es dann schlafen. Wissen Sie was? Dann schlafen sie nämlich ein paar Nächte gar nicht. Und warum? Wenn sie Spiegel haben, kämpft der Körper die ganze Nacht gegen diese Energien. Jetzt ist die Strahlung auf einmal nicht mehr da, jetzt kämpft der Körper in die Leere. Er kennt sie nicht aus, es dauert 2, 3 Nächte, bis er dann das Ganze meist, heißt es in der Mundart, gell? Bis er das gewahr wird und dass er dann hier sich umstellt. Eine ganz besondere Belastung ist natürlich die schleichende Schadstoffbelastung. Die menschliche Chemie produziert jährlich 3000 neue Stoffe. 3000. Und wissen Sie, dass die Kinder in ihrem Buggy auf der Höhe der Auspuffröhren der Autos sich befinden? Natürlich, jetzt gibt es Buggys, da sind die Kinder schon höher, Gott sei Dank. Aber die Kinder in ihren Radanhängern auf der Höhe der Auspuffröhren, also so ohne ist das nicht, wenn wir uns die Schadstoffbelastung uns anschauen. Wir haben natürlich auch noch die psychischen Belastungen. Wir haben das Mobbing. Psychische Belastung kostet sehr viel Magnesium, gespannte Nerven. Ich habe schon gesagt, Magnesium, Phosphorik ist an den Synapsen der Nerven. Mobbing beginnt schon im Kindergarten, ist nicht lustig. Also ich rede auch gern von einer Psychohygiene. Wissen Sie, wir waschen uns schon. Zähneputzen tun wir auch schon. Also wir bemühen uns, unseren Körper sauber zu halten. Wie ist denn das mit der Seele? Ich sage Ihnen was. Die Fernsehindustrie kann noch so einen großen Schund produzieren, wir essen ihn über die Augen. Und die Seele muss sich damit beschäftigen. Eine halbe Stunde Fernsehen kostet 1 bis 2 Stunden Verarbeitungszeit. Wissen Sie, wie viele Defizite da manche Menschen haben an Verarbeitungszeit? Das lagert alles im Menschen. Und diese seelischen Spannungen, die dann unterschwellig noch vorhanden sind, die Angst produzieren, das hat mich erschüttert. In Deutschland hat man festgestellt, aufgrund der Statistik, wie viel Verbrechen letztes Jahr weniger gewesen sind als früher. Und die Angstbereitschaft der Menschen hat massiv zugenommen. Das ist ja im totalen Widerspruch. Das hat mit einer psychischen Befindlichkeit zu tun. Gut. Natürlich bei extremer körperlicher Belastung verbrauchen auch natürlich Betriebsstoffe und spricht man oft vom ausgemergelten Menschen. Wer sehr viel Betriebsstoffe verbraucht, sind Spitzensportler und die schauen oft mit 30 Jahren schon aus wie 40 oder 45. Also da sieht man schon den Verbrauch am Körper. Stress verbraucht Mineralstoffe. Und die Generation der 70- bis 100-Jährigen, da müssen die Speicher länger halten. Und da ist es wichtig, dass hier vorgesorgt wird, also für das hohe Alter. Und der Dr. Brucker, wenn ihn noch jemand kennt, alt werden heute ist nicht das Problem. Aber wie alt werden? Und da habe ich gleich noch den Bodo Kuklinski dazu, der sagt, ein Drittel der Menschen erlebt die Pension nicht. Ein Drittel krank und nur ein Drittel gesund. Also das würde schon eine Bankrotterklärung für unsere Gesellschaft bedeuten. Gut, wir haben also zuerst dieses Fass gesehen, wo die Speicher heruntergehen. Was passiert denn, wenn die Speicher im Menschen heruntergehen? Zuerst hat man so eine Müdigkeit, eine Mattigkeit, man ist schlapp. Man sagt sich, na früher, da habe ich so eine Präsenz gehabt, da war ich viel lebendiger. Was ist denn los? Und es lässt sich nicht abschütteln. Dann, wenn die Speicher noch weiter heruntergehen, kann man auf einmal nicht mehr alles essen. Wenn man was isst, kriegt man einen Durchfall. Wenn man was trinkt, wird man rot im Gesicht, kriegt einen Juckreiz. Wenn man Nussen isst, kriegt man taube Zungen. Und so sagt man, früher habe ich das immer essen können. Wenn die Speicher noch weiter heruntergehen, kann man sich auf einmal nicht mehr so gut bewegen. Schaut man nicht mehr so zurück, dann schaut man so zurück. Also beim Autofahren ist das nicht günstig, gell? Und leisten kann man auch nicht mehr so viel. Und da führt man das aufs Haus bauen, auf die Kinder und was ich was alles, auf den Partner vielleicht sogar noch. Und schaut nicht darauf, dass der Tank
abgebaut wurde, dass nicht mehr so viel Betriebsstoffe zur Verfügung stehen und dann wird eben der Betrieb eingeschränkt. Das Leben wird enger. Und dann gibt es eine Formulierung, die heißt immer wieder. Ja, Speicher gehen herunter, immer wieder. Wissen Sie was? Immer wieder krank. Ich bin immer wieder krank. Im Winter, ich bin immer wieder krank. Ich habe kein gutes Immunsystem. Oder wenn im Kindergarten ein Kind krank ist, ist meins auch schon krank. Immunsystem. Und Immunsystem stärken, bitte. Wäre schon ein schwächliches gesundheitliches System hat. Bitte denke hier an Zellimmuferin, eine ganz tolle Möglichkeit, das Immunfeld aufzubauen. Alle die Produkte, die ich zeige, haben alle Partnerapotheken der Adler Pharma. Und dann, wenn das noch weiter heruntergeht, kommt es zu Betriebsstörungen. Und ich will hier Betriebsstörungen und Krankheiten ganz bewusst auseinanderhalten. Mumps, Keuchhusten, Diphtherie, Schorlach und so weiter, das hat Krankheitserreger. Und die werden wir mit Schüssler nicht behandeln. Aber ich kann den Menschen sehr wohl in dieser Krankheit mit Schüssler begleiten und er wird nicht geschwächt aus dieser Krankheit hervorgehen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass ich hier Menschen sehr wohl begleiten kann. Aber wenn die Speicher heruntergehen und irgendwann ist so wenig Betriebsstoff vorhanden, dass es sich einfach nicht mehr optimal organisieren kann und es wird nach außen sichtbar. Und eine solche Betriebsstörung habe ich Ihnen schon genannt, nämlich die Hornhaut auf den Fersen. Ne? Nummer eins. Wenn die Nägel so biegsam sind, dass man sie zurückbiegen kann oder splittern, wie Glas, wenn man irgendwo anschlägt und das ist ein Eck weg, ist Nummer eins, Calciumfluoratum. Wenn sich die Nägel in Schichten auflösen, also da geht es um Brüchigkeit, das ist Silicea. Und die rissige Haut im Winter ist die Nummer eins. Und dann frage ich ja jede schwangere Frau, haben Sie Sodbrennen? Gell? Wissen Sie, was die Antwort ist? 95%? Ja, ja, Sodbrennen. Und dann frage ich unnötigerweise, ja, wo brennt's denn? Na, da herauf, da brennt's. Und dann sage ich, wissen Sie was? Das ist eigentlich nicht Sodbrennen. Das ist der Schlund, gell? Das ist Schlundbrennen. Aber bitte, dieses Schlundbrennen gibt es auch, ohne dass man schwanger ist, für viele, die vielleicht das haben. Und dieses Schlundbrennen, das ist eine angegriffene Schleimhaut der Speiseröhre. Bitte, das ist aber noch kein Reflux. Das ist eine angegriffene Speiseröhrenschleimhaut und das geht mit Nummer 8 weg. Da habe ich schon sehr viele überraschte schwangere Frauen erlebt, wenn die dann entsprechend die Nummer 8 genommen haben. Und ja, Sodbrennen ist unten. Sodbrennen ist unten, da im Magen. Und wenn wir aufstoßen, sind wir uns sauer. Gell? Also, dann gibt es einen Lufthunger. Wissen Sie, Lufthunger und Pigmentflecken haben den gleichen Mineralstoffmangel zum Hintergrund. Das werden wir dann am Donnerstag besprechen. Oder die Falten mit der Nummer 11, Silicea, welke Haut, Nummer 1, das werden Sie alles noch kennenlernen. Und wir lernen jetzt noch etwas kennen, wenn die Speicher noch weiter heruntergehen. Eine Notregulation habe ich Ihnen schon erzählt, das ist der Schnupfen. Gell? Wärmeregulierung, Natriumchloratum. Wenn ich aber jetzt mit wenig Kleidung in Kälte draußen bin, oder? Und natürlich in der Wärme jetzt, in der Hitze, muss der Stoffwechsel intensivst arbeiten. Und Stoffwechselarbeit heißt, dass der Körper sehr viel transportieren muss. Und transportieren tut er mit dem arteriellen Blut. Aber wenn da in diesem Blut zu wenig Lastwägen sind, bitte bildlich gesprochen, dass er was transportieren kann, dann hat er eine Not. Er kann nicht transportieren, was er da transportieren müsste. Er greift zu einer Notregulation, er lässt das Blut schneller zirkulieren, dann kann er diese Not kompensieren.
Und wie macht er das, dass das Blut schneller zirkuliert? Er erhöht die Temperatur. Wir sind bei der erhöhten Temperatur, bei niedrigem Fieber, also auch beim Kinderfieber. Und jetzt geht es um den Mineralstoff, der für die Transportqualität des Blutes zuständig ist. Und das ist die Nummer 3, Ferrum-Phosphoricum. Und das heißt aber jetzt auch, wenn ich mit diesem Mineralstoff die Transportqualität des Blutes erhöhe, ist der Organismus nicht mehr in der Not und er braucht das Blut nicht mehr schneller zirkulieren lassen und er braucht die Temperatur nicht erhöhen und wir können wieder herunterfahren. Und denken Sie bitte auch, wenn Sie eine gute Schlüsselapotheke in Ihrer Nähe haben, ein Schlüsselzentrum mit einer Beraterin, es gibt auch die Möglichkeit, Fieberzäpfchen mit Schlüsselersatzen herzustellen. Und das ist eine ganz eine tolle Anwendung. Zäpfchen gibt es übrigens auch im Analbereich, also im After. Denken Sie an juckendes After, eingerissenes After, innenliegende Hämorrhoiden. Es gibt auch Vaginalzäpfchen für die Frauen, trockene Schleimhäute, Ausfluss und so weiter. Also hier gibt es viele Möglichkeiten. Und jetzt kommt noch was bei den Menschen, die da im Freien und der Stoffwechsel muss intensiv arbeiten. Die Drüsen müssen heftig arbeiten und die Faszien. Faszien ist ein Hochleistungsaggregat. Reagiert auf alles, auf Druck, auf Stoß, auf Zug, auf Wärme, auf Kälte, auf Stress und auf Emotionen. Das ist ein Hochleistungsaggregat und das sind Fasern. So, für die Fasern und für die Drüsen gibt es einen Betriebsstoff, der heißt Kaliumchloratum. Und wenn jetzt der Organismus Kaliumchloratum braucht für seine Drüsen, und es ist wenig im Arbeitsspeicher, im Langzeitspeicher. Was macht er jetzt? Ja, wieder wie beim Natriumchloratum. Er holt sich Kaliumchloratum-Moleküle aus den Fasern. Die hat er zuerst ja mit diesem Betriebsstoff aufgebaut. Holt er sich diese Mineralstoffe heraus im Bereich der Bronchien. Hier. Die Faserstoffe verlieren ihren Halt, verklumpen, reizen die Härchen. Und wir sind beim weißlich schleimigen Husten. Nummer 4. Und natürlich ist die Nummer 4 auch in der Salbe H enthalten. Neben anderen Mineralstoffen, die auch noch für die Bronchien und für die Lunge wichtig sind. So, jetzt haben wir Verkühlung, gell? Erhöhte, na, es kommt jemand in die Apotheken und sagt zum Apotheker, wissen Sie was? Ah, mir geht es nicht gut, mir ist zu heiß. Ich glaube, ich habe ein bisschen ein Fieber, einen Husten habe ich, einen Schnupfen habe ich, geben Sie noch was. Aber kein Gift, gell? Also keine Bomben. Ja, da haben wir Schüsslersalze. 3, 4 und 8, habe ich gerade erklärt. Gell? Da kauft sie die 3 Dosen, fragt er, wie viel soll ich denn nehmen? Ja, eine nach der anderen, das ist ja auch gut, nicht? Im raschen Wechsel. Der nimmt das und sagt, boah, das hilft aber schnell. Wissen Sie, Substanzverlust. Beendet der Organismus so schnell es ihm wie irgendwie möglich ist. Er will ja aus dem Bereich, wo er zu diesen Nöten gezwungen wurde, herauskommen. Gut, der sagt, boah, das hilft aber super und stürzt weg. Und Sie werden sich denken, ja, bei der geringsten Belastung hat er es schon wieder. Hat er es nicht, weil der Apotheker ihm sicher gesagt hat, nach dem Abklingen der Beschwerden nehmen Sie die Mineralstoffe noch längere Zeit darüber hinaus. Und bei der Verkühlung, je nachdem, wie angegriffen die Gesundheit ist, einige Wochen, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Bei den Knochen ist es ganz anders. Da sind wir schon bei Monaten, bei den Allergien sind wir bei Jahren. Da geht es also hier um die Dauer der Einnahmen. So, und jetzt. Kommt wieder einer in die Apotheke, gell, und dann sagt die Apothekerin zu ihm: Wissen Sie was, bei Ihren Beschwerden würden Schüsslersalze besonders gut helfen. Was? Schüsslersalze soll ich nehmen? Mein Körper sagt mir schon, was ich brauche. Da kauft er sich einen Meter Schokolade, einen halben Meter Speck und salzt die Suppen, bevor er es kostet hat, weil sein Körper sagt ihm schon, was er braucht. Entschuldigung, ein bisschen überzeichnet, aber da geht es wirklich um etwas ganz Bestimmtes. Er hat nämlich
die Sprache seines Körpers nicht verstanden. Wir haben so viele wertvollste Signale, die wir ernst nehmen sollten. Ich bin nicht für einen Hypochonder, sondern wirklich phänomenologisch, also das Phänomen wahrnehmen, den sich selber als Körper wahrnehmen, was er signalisiert. Und wissen Sie, es ist faszinierend. Diese Mineralstoffe können verschieden schmecken, verschieden süß und verschieden schnell zergehen. Je süßer sie schmecken und je schneller sie zergehen, umso dringender braucht der Körper. Der kann diese Mineralstoffe, die hier vorhanden sind, erkennen und einordnen. Das geht weit über unseren Verstand hinaus. Okay? Wissen Sie, und ich sage ja immer scherzhafterweise, also wenn es um die Signale des Körpers geht, haben Sie schon einmal in Ihrem Verdauungsapparat Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß sortiert? Also vertrauen wir doch viel mehr auf die Jahrmillionen alte Weisheit unseres Körpers. Er erkennt Mineralstoffe, kann sie einordnen, einbauen, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, was immer. Und er kann damit umgehen. Und vertrauen wir doch auch mehr auf unseren Körper. Und Sie haben hier die Bedürfnisse, gell? Und die Kinder, was wollen die Kinder? Ja, Ketchup. Und wenn man so Knochenprobleme hat, neigt man sehr zum Geräucherten. Also da kann ich selber ein Lied davon singen. Ich habe ja zwei kaputte Hüftgelenke gehabt. Ich habe mitterwischt noch bei der Leberstreichwurst, gell? Bedürfnis nach Eisen, Ferrum Phosphoricum. Übrigens Kaffeehunger, gell? Also Kaffeedurst oder Verlangen nach Kaffee ist auch das Eisen. Ja, und dann gibt es die Leute, die wollen unbedingt der dunkle Schokolade. Gell? Die habe ich ja jetzt schon bei Magnesium eh erklärt. Warum das so ist, Magnesiumbedarf. Und wer, je mehr dunkle Schokolade gegessen wird, umso mehr kommt es zu einer Disbalance, also umso mehr kommt es zu einem unterschiedlichen Bestand zwischen Steuerungsstoffen und Baustoffen. Und die Gier nach dem dunklen Schokolade wird immer größer. Es wird ja immer dieser Unterschied größer. Und nur durch die Nummer 7, wenn ich die auffülle, geht diese Gier, muss ich jetzt ja schon sagen, zurück. Aber viele wollen ja bittere Schokolade. Die wollen eine Nussschokolade. Und die wissen ja auch, dass die Nussschokolade in der MSI im grünen Papier ist. Ich liebe den Schmunzler, wenn ich das in einem Seminar sage, weil das doch viele trifft. Und wissen Sie warum? In den Nüssen ist Lecithin. Und das sind ja auch die Menschen, die gern Studentenfutter essen und so überhaupt Nüsse und so weiter. Und dieses Lecithin, dieses Bedürfnis schreit eigentlich nach der Nummer 5 Kaliumphosphoricum. Oder nach einer Balance. Kaliumphosphoricum und Kalium Plus. Also diese Hunger auf Süßigkeiten und Mehlspeisen haben wir die Nummer 9. Und so weiter. Also diese besonderen Bedürfnisse, der Gusto, das Glust, der Glust, oder wie immer da der heißt, die Oberösterreicher sagen Blanger, ist ist ein super Wort eigentlich, gell? Wenn es irgendwie, wenn man so, wenn es einem so wohin zieht, das verliert sich. Und wissen Sie, ich bin gar nicht gegen die Schokolade, bin auch nicht gegen den Kaffee und so weiter, bin für den Genuss. Aber wenn das sein muss, gell, wenn es die ganze Tafel Schokolade sein muss, dann ist es schade. Aber wenn man noch ein paar Stückchen aufhören kann, dann hat sich das gelockert, gelöst. Und um das geht es hier bei diesen besonderen Bedürfnissen. Nun kommen wir zu einem wichtigen Punkt und das sind notwendige Kombinationen. Das wird oft übersehen, muss aber nicht immer berücksichtigt werden. Also der Schüssler selbst hat formuliert, Silicea löst im Körper gebundene Säuren. So, und jetzt nimmt der Frau, weil sie Schüssler liest und weiß, Nummer 11 ist für die Falten, nimmt die Nummer 11, dass die Falten weggehen und kriegt auf einmal Sodbrennen. Ich habe geglaubt, ich tue mir was Gutes, jetzt habe ich Sodbrennen. Wird ja nicht passieren, wenn die Frau zur Nummer 11 die Nummer 9 Natriumphosphoricum dazu nimmt,
Das ist nämlich der Betriebsstoff für den Säure-Basen-Haushalt, damit er nicht entgleist. Die Nummer 6, dieses Kaliumsulfuricum, ist für uns die Reinigungsfrau der Zelle, die Putzfrau. Gell? Und wenn die Putzfrau jetzt die Müllsäcke vor die Tür ausstellt, was braucht man dann? Ja, die Müllabfuhr. Und die Müllabfuhr in der Biochemie ist das Natriumsulfuricum, die Nummer 10. Weil das kann ganz schöne Probleme verursachen, wenn durch die Nummer 6 viele abgelagerte Schadstoffe da in Bewegung kommen und die Nummer 10 ist nicht dabei. Das sehen wir dann noch bei den Mineralstoffen. Und dann gibt es noch einen Mineralstoff, der wichtig ist, die Nummer 12, kann verhärtetes Gewebe, kompaktiertes Gewebe wieder aufmachen, das durch Säure unter Umständen verhärtet ist oder durch zu lange Spannung im Nacken gibt es das verhärtete Sehnen. Und wenn die Nummer 12 das aufmacht, dann wird Säure frei, wir brauchen die Nummer 9 und Schadstoffe werden beweglich, wir brauchen die Nummer 10. Jetzt habe ich Ihnen schon zum Teil Reaktionen beschrieben, die Menschen haben können, wenn sie diese Kombinationen nicht berücksichtigen. Was passiert denn sonst, wenn man Schüsselsalze nimmt und man will sich jetzt einmal regenerieren? Na, da kann es passieren, dass man so eine Verkühlung hat, also was ich zuerst erzählt habe. Nicht? Also leichter bis erhöhte Temperaturen, Husten und Schnupfen. Und das sind Reinigungsarbeiten im Körper. Die haben wir oft noch im Winter, gell? So Verkühlungen. Und das sind Reinigungsarbeiten. Wenn es zum Sodbrennen kommt, denkt man an die Nummer 11. Wenn es zu geschwollenen Händen und Füßen kommt, da ist es Schadstoffflut. Der Körper muss Schadstoffe, die er nicht ausscheiden kann, mit Flüssigkeit verknüpfen. Und das füllt den Körper auf, durchwässert, Hydremie heißt das, durchwässert den Körper. Und geschwollene Füße, geschwollene Unterschenkel und so weiter. Und es kann Regenerationsschmerzen geben. Und da hat eine Frau zu mir gesagt, Herr Feichtinger, das Knie, das habe ich schon 3 Jahre nicht mehr gespürt. Aber jetzt, weil ich ihre Mineralstoffe nehme und weil ich die Gelenkecreme schmiere, habe ich für meine Hüfte nachgeschmiert, jetzt tut mir das Knie weh. Und ich habe ja aber die Reaktionen und habe von Regenerationsarbeit gesprochen und dann ist die durchgeht, da gehe ich durch. Und nach dem Abklingen der Schmerzen, da hatte sie ja 3 Jahre vorher Schwierigkeiten, nach dem Abklingen war das Knie belastbarer und beweglicher. Also diese Möglichkeiten gibt es einfach. Und über die Haut kann ein Schweiß kommen, der mit Säure belastet ist. Das kann Rötungen in der Haut erzeugen. Es können Schadstoffe über die Haut herauskommen. Da sind sie juckend, beißend. Gut. Es gibt noch Reaktionen. Die Evocell, unsere Creme für die Zellulite. Da haben manches, ja, da haben wir Rückmeldungen bekommen, eine Frau, die ist ranzig, bis ihr der Geduldsfaden gerissen ist. Und hat alle 8 Damen vom Büro aufgestellt, alle haben es Evocell geschmiert. Und bei zwei Damen hat sie ranzig gerochen. Und die waren aber säurebelastet. Also das hat schon hier Reaktionen, aber das geht dann noch 10 Minuten, Viertelstunde geht es weg. Aber das ist doch wichtig. Aha, welchen Mineralstoff bei geschwollenen Füßen? Da bitte vertröste ich Sie jetzt auf den Donnerstag kurz. Es ist die Nummer 10, aber es gibt da mehrere Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Jetzt gibt es eigenartige Reaktionen. So habe ich das in der Unterlage auch formuliert. Dann nimmt jemand Magnesiumphosphoricum ein, weil es ihm so wichtig ist. Ne? Der wird rot im Gesicht und hat gespannte Nerven. Und auf einmal kriegt er einen Schokoladenhunger und dann sagt er zur Apothekerin: Wissen Sie was, weil ich jetzt ja Irezima nehme, sagen die Schüsslerianer, Irezima nehme, habe ich einen Schokoladenhunger. Ja, wissen Sie was, Frau Meier, ich hoffentlich heißt niemand mehr. Das war jetzt der Schrei nach Magnesium Plus. Das heißt, wenn ich eine Ebene auf, also der Mangel ist sehr groß und ich fülle jetzt mit Magnesiumphosphoricum die Betriebsstoffe auf. Was braucht jetzt der Körper? Baustoffe.
Das ist also der Schrei des Körpers nach Adler Ortho Aktiv Nummer 7. Es gibt da noch eine lustige Geschichte. Da nimmt jemand Silicea ein, Nummer 11, und kommt zur Beraterin oder wem immer oder sagt, meistens zur Apothekerin, wissen Sie was, jetzt nehme ich da Ihre Nummer 11 und jetzt habe ich Nägel, die sich in Schichten auflösen, habe ich noch nie gehabt. Da muss ich jetzt was beschreiben. Die Nummer 11, Silicea, dieser Baustoff, ist so wichtig für die Struktur, für den Strukturaufbau des Herzmuskels. Ich nehme nämlich jetzt ein drastisches Beispiel. Wenn aber jetzt unter einem Mangel an Nummer 11 diese Struktur leidet, ich weiß aus 35 Jahren Schüsselerfahrung, dass Menschen, die einen Herzinfarkt gehabt haben, einen Riesenmangel an der Nummer 11 haben. Also Silicea. Und ich gehe da jetzt weiter. Also wenn das dauert ja Jahre, bis so die Struktur des Herzmuskels abbaut. Und jetzt kriegt der Organismus die Nummer 11. Und das ist jetzt das Werkzeug für Kieselerde, die er jetzt braucht, um den Herzmuskel zu restrukturieren. Und jetzt holt er sich halt die Kieselerde aus den Fingernägeln. Für uns ein kosmetisches Problem. Aber natürlich, wir wollen schon hier natürlich sofort an Silizium Plus denken. Also hier, es geht vice versa, also es geht hin und her. Ich kann Mineralstoffe, also Schüsselersalze nehmen und der Körper zeigt mir, dass er Baustoffe braucht. Ich kann Baustoffe einnehmen und der Körper kann sich nicht gut aufnehmen, weil er die Betriebsstoffe dazu braucht. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz für die Biochemie nach Dr. Schüssler in unserer Zeit. Zur Zeit Schüsslers, habe ich schon einmal gesagt, war das ja nicht so notwendig. Wir gehen jetzt zur Einnahme. Am besten lässt man die einzeln im Mund zergehen. Ja? Also grundsätzlich zuerst einmal, wenn man ein paar Mineralstoffe nimmt, dann erzählt man sie aus den Dosen heraus in eine kleine Schale, mischt sie untereinander und einzeln im Mund zergehen lassen. Man kann natürlich auch mehrere auf einmal im Mund nehmen, wenn es verschiedene Nummern sind, weil dann werden verschiedene Kanäle in die Zelle hinein bedient. Aber ich kann sie auch auflösen, schlückchenweise dann im Mund nehmen, im Mund behalten und schlucken. Habe ich jetzt eine Beratung gehabt und über Internet und dann hat der Herr gefragt, na, wie lange soll ich diese Schlucke denn im Mund behalten? Na, als ehemaliger Sportlehrer ist mir natürlich sofort die Stoppuhr eingefallen, gell? Aber das geht halt dann auch nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, zählen Sie bis 10 und dann schlucken Sie es. Und ich finde das eine sehr tolle Anregung über die Schlückchen, die man im Mund behält, wie lange man sie im Mund behält und dann die Lösung schluckt. Für die Diabetiker werden wir noch über die Laktose sprechen. Und für laktoseintolerante Menschen gibt es ja die neuen Kautabletten. Also da habe ich extra die Nummer 3 jetzt hergenommen. Die haben ein eigenes Layout mit diesem LLI, mit dem I-Punkt drauf, LI. Und das ist die Abkürzung für Laktoseintoleranz. Und die Diabetiker können das auch nehmen. Dann kommt ja die Dosierung, da habe ich auch hier eine Angabe. Wenn es akut ist, eine Tablette nach der anderen. Eigentlich alle paar Minuten eine Tablette, bis das abklingt. Und dann längere Zeit hinaus, aber reduziert, wesentlich reduziert. Erwachsene 7 bis 10 Stück, ist eigentlich ein starker Mangel, 10 Stück. Die Kinder, also ich bin für die Prophylaxe, ja, für die Vorsorge, Kinder 3 Stück bis 6, bis 12, dann 7 Stück und sonst Erwachsenendosierung. Wenn es um Beschwerden geht, wissen Sie letztlich ein ganz einfacher Satz, eine ganz einfache Formulierung.
Der Bedarf bestimmt die Dosis. Die Not bestimmt die Dosis und nicht das Alter. Und wenn ein Kind, ein Säugling, einen Schnupfen hat, dann kriegt er Nasentropfen, damit er beim Stillen wenigstens die Nosen frei hat. Also genau, Nana, der Bedarf, die Not bestimmt die Dosis. Grundsätzlich, das ist das Leben. Und jetzt kommt eine Frage. Herr Feichtinger, kann man von den Schüssler Salze süchtig werden? Wenn Sie mir jetzt so ein bisschen zugehört haben, können Sie sich jetzt schon die Antwort denken. Ja, natürlich wäre es um aber, solange der Bedarf wirklich stark ist und natürlich fragt man sich, na, wie stelle ich denn fest, wenn es genug ist? Na, wenn Sie es vergessen anfangen, wenn Sie eine Ablehnung entwickeln, dann darf man nicht die Mischung eisern durchziehen, was man so empfohlen bekommen hat. Dann geht man zum Berater, sagt man, na, jetzt müssen wir irgendwas tun. Entweder ist die Menge zu viel oder die Zusammenstellung passt nicht mehr. Ich muss wieder neu zusammenstellen. Denken Sie an das Fass mit den verschiedenen verwitterten Tauben. Da kann es nämlich passieren, dass Mineralstoffe aufgefüllt werden, aufgefüllt. Und auf einmal ist jetzt ein Mangel da, der nicht erfüllt wird, der nicht aufgefüllt wird, ja. Der schreit jetzt auf einmal. Nun kann es passieren, dass jemand sagt, wissen Sie was, jetzt nehme ich die Mineralstoffe fleißig und die haben mir super geholfen. Auf einmal bin ich jetzt lichtempfindlich, kenne ich nicht. Es schreit die Nummer 11, die gehört jetzt zur Mischung dazu, als Beispiel. Und oder ist es eine Pause dran? Ja, und ich habe schon davon gesprochen, dass die Mineralstoffe verschieden schmecken können. Je süßer sie schmecken und je schneller sie zergehen, umso dringender braucht es der Körper. Aber die Mineralstoffe können auch grundsätzlich einen bestimmten Geschmack haben. Und da hat mir eine Zahnärztin in Graz gesagt, die einen Kurs besucht hat, Thomas, jetzt weiß ich endlich, warum meine Jugendlichen die Schüsselsalze nicht nehmen wollen, weil die sagen, das schmeckt alles so kalkig, sandig. Ja, was glauben Sie, was das ist? Der Schrei nach der Nummer 2, Calcium Phosphoricum. Oder wenn die parfümiert schmecken, kann man sich gut erinnern, wie ich das erste Mal meiner Frau gesagt habe, wie ich da drauf gekommen bin. Ah, das kann sie sich nicht vorstellen. Und dann hat sie es selber erlebt. Auf einmal haben die Mineralstoffe parfümiert geschmeckt und hat sie Nummer 4 genommen, dann ist das zurückgegangen und weggegangen. Oder Sie haben eh die Aufstellung, die Tabelle in Ihrer Unterlage, mockig, modrig, Nummer 5, salzig, Nummer 8, metallisch bin ich vor allem bei der Nummer 20, sauer, die Nummer 9 und bitter die Nummer 10. Ich habe schon von der Evozell gesprochen, dass die ranzig riechen kann. Und bei der Best End, bei unserer Zahnpasta, ist ein Liebling von mir, können überhaupt verschiedene Geschmäcker auftreten. Salzig, warum? Das betrifft die Schleimhäute, Natriumchlorat. Bitter, sehr häufig. Der Mundraum ist der erste Vergiftungsraum, das braucht die Müllabfuhr. Bei der Nummer 1 kenne ich noch keinen Geschmack, aber die Nummer 1 ist dringend notwendig für den Zahnhalteapparat, für die Elastizität des Zahnfleisches und so weiter. Wir brauchen wirklich eine Mundraumhygiene und deshalb die Best End. Und jetzt kommen wir zur Trägersubstanz der Mineralstoffe. Und das ist die Laktose, ja, Milchzucker. Milchzucker ist ein Nebenprodukt der Milchindustrie und wird, ja, ist ein Hilfsstoff in der Nahrungsmittelindustrie, in der pharmazeutischen Industrie. Milchzucker findet man in Beutelsuppen, in Beutelsoßen, Gewürzmischungen, Wurstwaren, ich liste es jetzt vor, Zucker und Backwaren, Schokolade, Tabletten und Kapseln. Und diese Laktose wird im Dünndarm mit dem Ferment Laktase abgebaut. Erstens einmal gibt es jetzt eine Überfüllung mit Laktose durch die Nahrungsmittelindustrie, das so nebenbei. Aber was für uns so wichtig ist, was wir wissen müssen, nach der Pubertät nimmt die Produktion von dem Ferment Laktase ab. Also Kinder,
Säuglinge brauchen genug Laktase, um die Milch zu verarbeiten. Diese Milchverarbeitung im Säugling ist gar nicht so einfach. Glauben Sie es mir, was da der Säugling alles lernen muss und was für einen Stoffwechsel er da aufbauen muss. Also es geht die Produktion von Laktase zurück. Das heißt, wir vertragen ganz schlecht einen Laktose-Schub. Also 20 Tabletten auf einmal. Nein. Über den Tag verteilen, die Schüsselersalze, ist wirklich sehr empfehlenswert. Erstens einmal für die Aufnahme des Körpers, dass diese feinen Ionenkanäle brauchen ja Zeit, um alle diese Mineralstoffe aufzunehmen. Aber wir sollten auch nicht zu viele auf einmal nehmen, damit der Organismus mit seiner Laktaseproduktion zurechtkommt, um diese Laktose zu verdauen. Jetzt gibt es Menschen, die haben relativ wenig Laktose und die werden jetzt laktoseempfindlich. Das ist noch keine Intoleranz. Ja? Sie werden empfindlich. Da gibt es dann Reaktionen. Und wenn wir dann noch weitergehen, kommen wir zur Laktoseunverträglichkeit mit Bauchkrämpfen, Durchfall, Blähungen und so weiter. Und jetzt haben wir am Anfang, meine Frau und ich, geglaubt, naja, wir könnten ja die Laktose reduzieren, indem man die Mineralstoffe auflöst. Ja, da bleibt also ein weißer Satz unten, aber das sind schon vermehrt die Tablettierungsstoffe. Und bitte nehmen Sie noch einen Satz hier mit. Je wärmer das Wasser ist, umso mehr Milchzucker löst sich. Also je kühler das Wasser ist, umso weniger Milchzucker löst sich. Das heißt, ich kann den Milchzucker reduzieren. Aber, also der Milchzucker ist ja nicht gefährlich. Wir wollen mal das Positive vom Milchzucker herausstellen. Er ist stuhlfördernd. Er macht den Stuhl weicher. Aber hier gleich eine Anmerkung. Ah, der Milchzucker, den vertrage ich nicht, da kriege ich einen Durchfall. Also bitte vom Milchzucker kriegst du den Durchfall nicht. Wenn Sie Schüsselersalze nehmen und einen Durchfall kriegen, dann ist das eine explosive Ausscheidung von Belastungsstoffen aus dem Körper. Und über den Durchfall reden wir dann bei der Nummer 10. Noch am Donnerstag. Es gibt auch keine Gewöhnung an den Milchzucker und Zahnärzte sollen wissen, dass es also wesentlich weniger kariogen wirkt als die Saccharose. Für die Diabetiker und für die laktoseintoleranten Menschen, die wirklich einfach auf die Laktose reagieren, haben wir eigene Tabletten. Ich habe jetzt schon die Nummer 3 hergezeigt, die LI-Tabletten, und die sind auf Isomalt aufgebaut. Und Isomalt zergeht nicht im Mund, die muss ich zerbeißen, und dass sie sich lösen dann im Mund. Und deshalb nennen wir sie auch Schüssler, Adler Pharma Schüssler Kautabletten. Sie sind natürlich so, wie sie heißen auch Adler Pharma Kautabletten. Biochemie nach Dr. Schüssler, also Original Biochemie nach Dr. Schüssler. Jetzt haben wir endlich für diese Menschen auch Schüsslersalze. Und nicht nur, dass sie da die Diabetikermischung einnehmen können, sondern sie können die gesamte Heilweise für sich in Anspruch nehmen. Und wir kommen jetzt zur Kombination von Schüsslersalzen mit anderen Heilweisen. Jetzt glaube ich, habe ich aber schon sehr ausführlich dargestellt, dass diese Schüsslersalze Betriebsstoffe für den Körper sind. Betriebsstoffe, die er dringend braucht. Und wissen Sie, wenn jetzt Interventionen gesetzt werden, wenn der Körper sich mit Medikamenten auseinandersetzen muss, ja, da braucht er Betriebsstoffe. Wenn der Körper sich mit Reizen auseinandersetzen muss, zum Beispiel Homöopathie ist eine Reizheilweise, und wenn er auf Reize antworten muss, braucht er Betriebsstoffe. Ich habe einen homöopathischen Arzt aus Hannover erlebt, in Kärnten, in einem Seminar war der. Da hat er zu mir gesagt, ja, Herr Fechtinger, das ist genau richtig. Die Homöopathie will etwas bewegen, aber manchmal lässt sich nichts mehr bewegen. Und das nennen dann die Homöopathen Therapieblockade. Wenn der Körper auf einen Reiz antworten will oder muss, braucht er Betriebsstoffe. Und wissen Sie, einen Reiz, einen wichtigen Reiz,
haben wir jetzt vor uns einen schönen Reiz. Das sind Sonnenstrahlen. Und Sonnenstrahlen forcieren den Stoffwechsel enorm im Körper. Nach einem Sonnenbad sind viele Menschen regelrecht müde, erschöpft. Und der Körper, wenn der Stoffwechsel intensiv arbeiten muss, habe ich heute schon mal gesagt, braucht er Ferrumphosphoricum. Jetzt gibt es Menschen, die haben einen großen Mangel an der Nummer 3 am Ferrumphosphoricum. Wissen Sie, was die sagen? In letzter Zeit vertrage ich die Sonne nicht mehr. Also wenn der Körper auf Reize antworten soll, braucht er Betriebsstoffe. Und wenn er die Betriebsstoffe nicht hat, kann er nicht antworten. Und das nennt man dann Therapieblockade. Und wenn wir die Heilweisen uns jetzt anschauen, habe ich schon gesagt, die Homöopathie als Reizheilweise und Schüssler füllt Betriebsstoffe auf. Gut, und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, die Mineralstoffe, die darfst du nicht ja kombinieren, so irgendwie wie es da passt oder wie es das braucht. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten, schreibt der Hermann Detters in seinem Buch, Kalium und Natrium darf man nicht kombinieren, also Kalium. Phosphoricum Nummer 5 und Natriumchloratum Nummer 8. Und wissen Sie, was das ist? Das ist unsere Regenerationskombination, weil mit diesen beiden Mineralstoffen kann der Körper Gewebe aufbauen. Die beiden Mineralstoffe ermöglichen die Zellteilung. Und viele andere solche Dogmen habe ich natürlich schon gelesen. Grundsätzlich, wir können alle Mineralstoffe untereinander kombinieren. Und ich sage es mit Paracelsus, wer heilt, hat recht und, oder vielleicht abgewandelt, wie es hilft, ist es recht. Und da hat, ja, und wenn Sie eine Kartoffel essen oder Sellerie oder ein Mineralwasser trinken, was der Körper auch, was er mit den Mineralstoffen tun soll. Also ich sage das einfach jetzt einmal so. Gut. In der Homöopathie gibt es Gegenspieler. Es gibt Reize, die den Blutdruck heben, Reize, die den Blutdruck senken, und das wird man nicht gleichzeitig geben. Sehr vernünftig und richtig und notwendig. Aber Gegenspieler gibt es in der Biochemie nach Dr. Schüssler nicht. Und da gibt es eben jetzt so ein Missverständnis. Schüssler hat ja das Verfahren der Homöopathie, das Potenzieren, verwendet, um seine Mineralstoffe möglichst fein in der Trägersubstanz zu verteilen. Aber weil er das homöopathische Verfahren der Potenzierung verwendet, haben viele aus der Biochemie eine Homöopathie gemacht. Und der Joachim Breu spricht jetzt von der Homöopathisierung der Biochemie nach Dr. Schüssler. Und durch diese Homöopathisierung blieben die Erfolge dieser Heilweise weit hinter denen anderer Naturheilweisen zurück, sodass sie an Attraktivität verloren hat. Und das ist schade, aber wir haben es ja geschafft, dass die Biochemie wieder attraktiv ist und in vielen Apotheken vorhanden ist und von vielen Menschen die Segnungen dieser Heilweise in Anspruch genommen werden. Eine Nebenbemerkung noch, eine geschäftstüchtige Firma, die Schüssler vertreibt, hat festgestellt, dass Schüssler nicht mehr so gut geht. Also wir bemühen uns weiterhin um Schüsslersalze. Und hat Schüssler Globuli auf den Markt gebracht. Das ist ein Riesenproblem. In den Globuli sind natürlich viel weniger Mineralstoffe enthalten als in den Tabletten direkt. Und ich sage Ihnen nur als Hinweis, wenn Sie so viele Mineralstoffe zu sich nehmen wollen, wie in 20 Schüsslersalztabletten enthalten sind, müssen Sie ein halbes Kilogramm Globuli zu sich nehmen. Das ist alles, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Und wir kommen jetzt zur Qualität. Mir ist wichtig, schon einmal zu Beginn schauen wir uns die Dosen an. Unsere Mineralstoffdosen sind weichmacherfrei, also ohne Bisphenole. Sie haben keine Duftstoffe. Das sind einmal die Dosen. Höchste Qualität der Dosen. Dann geht es um den Milchzucker, um die Laktose. Natürlich geht es um die Laktose. Und meine Frau und unser Herstellungsleiter, der Dr. Theurer, die haben festgestellt, dass die Firma Meckle wirklich ganz tolle
eine ganz tolle Tabletdose hat. Das ist nicht Milchzucker, sondern das ist schon eine fertige Mischung von verschiedenen Milchzuckersorten, wo also hier dann die Wirkstoffe hineingearbeitet werden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Also der holländische Konzern, der auch vertreibt, war auch bei uns. Wir brauchen aber 120 bis 150 Tonnen, also ist auch nicht mehr so wenig. Firma Meckle, Milchzucker, weich und cremig zergehen diese Mineralstoffe. Bitte kosten Sie es einmal. Also ich würde Ihnen ja gern diese Dose durchgeben. Aber das ist halt jetzt beim Online-Vortrag nicht möglich. Im Seminar mache ich das natürlich schon immer. Also Milchzucker in hoher Qualität. Und wir haben keine Weizenstärke drinnen als Sprengmittel. Sprengmittel heißt, dass der Milchzucker aufgeht und der Körper an die Wirkstoffe herankommt. Wir haben Kalzium, wir haben Kartoffelstärke drinnen und das ist sehr physiologisch. Also für den Körper sehr gut verträglich. Und jetzt geht es ums Schmiermittel. Jetzt glaubt ja jeder, Schmiermittel, das sind diese fetten Flüssigkeiten da vorne, gell, das Motoröl und so weiter und das Schmiernippel und so weiter, was halt da im Auto vorne drin ist. Schmierstoff. Nein, das ist nicht der Fall, sondern wir müssen an ganz was anderes denken. Wenn dieser große Container über unserer Tablettenpresse sich befindet, da sind ja 340 Kilo Trituration drinnen, also Verreibung, und das hat 500 Kilo, was so auf der Tablettenpresse sich befindet, und dann rinnt diese Trituration, heißt, so heißt die Verreibung, auf die Maschine. Und da kreist ein Rotor mit Löchern, mit Bohrungen, und der muss genauso schnell sie dran, dass 250 Milligramm in diese Löcher hineinfließt. Ein paar Milligramm auf oder ab Toleranz. So, und dann wird diese Trituration mit einer Tonne Druck gepresst und auf tausendstel Gramm gewogen, die Tablette dann. Gell? Aber dass diese gepresste Tablette jetzt aus der Form herausgeht, das nicht abbiegt am Rotor, da braucht man das, da braucht es einen bestimmten Stoff und der wird Schmiermittel genannt und es wird sehr häufig und weit verbreitet Magnesiumstearat verwendet. Das ist aber in der Naturheilweise bekannt, dass das die Aufnahme von Wirkstoffen hemmt. Wir haben Calciumbichromat drinnen, das also sehr gut für verträglich ist. Und wir brauchen nur ein Zehntel von dem, wo die anderen Magnesiumstearat verwenden. Gut, und jetzt kommen wir zur äußeren Anwendung dieser Schüsslersalze. Und was, nur ganz kurz, was hältst du von Schüsslersalzen in flüssiger Form, war die Frage von der Gabriele. Ja. Dass man das flüssige Form ist durchaus tolerabel. 5 Tropfen sind eine Tablette. Also in gleicher Potenz. Wir gehen jetzt zu Dr. Schüssler. Sie sehen hier die erste Ausgabe der abgekürzten Therapie, gegründet auf Histologie und Zellularpathologie, so wie ich Ihnen das beschrieben habe, mit dem Virchow. Der heißt ja Zellularpathologe. Gell? Erschienen ist das 1874 in Oldenburg. Die erste Ausgabe der abgekürzten Therapie. Das waren 16 A5 Seiten. Und auf der letzten Seite schreibt er, Seite 16, hier, das war die erste Ausgabe, da haben wir ja, das zeige ich Ihnen, gell, gegen allgemeine Schwäche nach Ablauf akuter Krankheiten nützt Calcarea phosphorica. Also diese, wenn die Menschen so weiß sind und Schwäche haben, Nummer 2. Aber hier, die oben genannten Mittel wende ich durchschnittlich in der 6. Verreibung an. In akuten Fällen gebe ich alle 2 Stunden, in chronischen Fällen 2 bis 3 Mal täglich eine Wassergabe. Und jetzt kommt in den Krankheitsfällen, wo eine äußerliche Applikation, also Anwendung möglich ist, also bei Quetschungen, Verbrennungen, Frostbeulen, Wildfleisch, Augenentzündungen und so weiter, ist neben dem inneren Gebrauch die äußere Anwendung sehr zweckdienlich. Bitte in der ersten Ausgabe seiner abgekürzten Therapie schreibt er das. Und wir reden seit 20 Jahren
für die äußere Anwendung bei Verbrennungen. Wir reden seit 20 Jahren für die äußere Anwendung bei Quetschungen, Verstauchungen, Prellungen. Und denken Sie bitte, was der Thomas geschrieben hat, Weißflusseinspritzungen, ist ja nichts anderes als wir Vaginalspülungen. Also das ist mir ganz wichtig. Für den ersten Absatz habe ich noch was zu sagen. In weiteren Ausgaben der abgekürzten Therapie hat Schüssler dann die Verreibungen spezifiziert, also hat er sie noch genauer beschrieben, dass er eben die Nummer 1, 3 und 11 in der 12. Verreibung verwendet. Also hier haben wir einen Ausflug in die Biochemiegeschichte gemacht, was mir sehr wichtig ist, dass Sie das sehen, und diesen Text haben Sie auch in Ihrer Unterlage stehen. Und wir gehen jetzt gleich einmal zur Anwendung als Brei. Sie nehmen ein paar Tabletten und wenig Wasser. Das ist mir jetzt ganz wichtig, wenig Wasser, weil sonst, wenn es viel Wasser, wir müssen so viele Tabletten noch dazugeben, bis das dann ein ansehnlicher Brei wird, ähnlich wie die Konsistenz von Joghurt. Ja? Dann wird das aufgetragen. Wir gehen hier aus, vielleicht von einer Verbrennung oder vielleicht von Neurodermitis oder welche Anwendung immer, und tragen das auf, und wir geben eine Frischhaltefolie drüber. Und warum jetzt? Damit die Feuchtigkeit nicht nach außen verdampft, verdunstet, sondern wirklich die Lösung der Mineralstoffe in die Zone eindringt, die hier behandelt werden soll. Wir können auch Lidkompressen machen. Bitte, das werden wir dann das nächste Mal genauer anschauen bei der Nummer 8. Trockene Augen, juckende Augenlider. Das ist eine ganz tolle Anwendung, äußere Anwendung. Und wir können natürlich mit den Mineralstoffen auch Masken machen. Hier zum Beispiel mit dem Cell Basic. Das ist eine bekannte Kombination. Und wir haben ja auch ein Entschlackungspaket, auch wenn ich da ein bisschen mehr Zeit noch beanspruche. Ich hoffe, Sie haben die Geduld und hören mir noch zu. Wir haben ein Basenbad, das heißt Basecare Bad. Mit dem kann ich einen Brei machen. Bitte, das ist mir ganz wichtig, der Brei. Kann ich natürlich eine Maske machen. Wissen Sie, und dieses Basecare Bad ist sehr stark entsäuernd. Und wo können wir das noch sehr gut brauchen? Ja, in den Haaren. Man kann den Bart auch in die Haare schmieren. Entschuldigung, wenn ich da so mundartlich wäre. Aber das ist wirklich hervorragend. Und warum? Weil die Kopfhaut entsäuert wird. Das Hauptproblem von Haaren ist eine versäuerte Kopfhaut. Da trocknet die an und dann wird das abgewaschen. Wir haben noch eine tolle Anwendung. Sie werden sich fragen, der Lippenbalsam, der schaut ja jetzt anders aus, gell? Das ist ja frühere Ausgabe. Und da wird eine Nagelmassage betrieben. Es sind die Mineralstoffe drinnen, die besonders hier den Nagel fördert und vor allem das Nagelbett. Wir haben allerdings dann noch eine andere Anwendung, die Hand- und Nail-Lotion. Aber das besprechen wir dann das nächste Mal. Also die äußere Anwendung als Brei ist wirklich eine ganz tolle. Und meine Frau ist in Wien über eine Stufe, die war nicht hoch, gell, war so abgerundet, und die ist mit dem Knöchel da so drüben. Sie hat sofort im Handy nachgeschaut, was für Apotheken hat unsere Mineralstoffe. 1, 3, 5, 8 und 11 hat sie sich gekauft, ist heimgekommen. Du Thomas, ich hab mir wieder. Ich habe mindestens 5, 6 Mal den Brei auf dem Knöchel angewendet. Also Breiauflage, Frischhaltefolie drüber. Nach einer halben, dreiviertel Stunde abwaschen, erneuern. Abwaschen, erneuern. Und am nächsten Tag, bitte, war keine Schwellung. Und am nächsten Tag haben wir mit der Gelenkecreme weiter gearbeitet. Bei blutenden Wunden, ein Brei von der Nummer 3, super. Bei Verbrennungen geht es um die Nummer 3 und um die Nummer 8. Ganz eine tolle Anwendung. Kommt dann bei der Verbrennung noch. Ich muss jetzt leider schon wieder auf die Uhr schauen. Das kenne ich ja schon. Ja, ist schon gut. Und man kann also als Maske anwenden, das Cell Basic. Da haben Sie den braunen Brei schon gesehen. Ich kann die Mineralstoffe als Maske anwenden, die weiße Maske, die Sie gesehen haben. Ich kann aber Cremegel und Salben kombinieren, mischen und
als Maske verwenden. Wir können Kompressen machen, Umschläge, Wickel. Habe ich erlebt bei den Zwillingen in Wien von meinem ältesten Sohn. So eine Blähungskoliken gehabt und dann haben wir 2, 7 und 10 aufgelöst und ein Tuch gedrängt und aufgelegt. Ah, das hilft aber schon, gell? Hilft aber schon, aber umständlich ist das, gell? Hat gesagt, meine Schwiegertochter. Naja. Und was hat dann meine Frau gemacht? Eine Windsalbe. Und die hilft auch Erwachsenen. Also wirklich hier Windsalbe, Blähungskoliken der Säuglinge. Super Anmeldung, Anwendung. Wir können Tropfen machen, Nasentropfen, Bäder, Vollbäder, Teilbäder, Sitzbäder, Unterarmbäder. Unter der Körpertemperatur, denn dann soll der Körper ja Mineralstoffe aufnehmen. Wir können Einläufe machen, Vaginalspülungen. Einläufe sind bei Fastenkuren gefragt. Und da ist es so wichtig, dass man da nicht 1 Liter Wasser im Darm einrinnen lässt, weil was muss denn der Körper dann tun? Er muss seine eigenen Mineralstoffe investieren, dass er mit dieser Flüssigkeit umgehen kann. Ja, was natürlich wollen wir ihm sofort die Mineralstoffe zur Verfügung stellen, die er für den Darm braucht. Nummer 1 für die Elastizität, Nummer 3 für die Durchblutung, Nummer 4 für die vielen Drüsen im Darm, 5 und 8 für die Energie, wir haben Nummer 8 für die Schleimhäute. Mit der Nummer 9 wollen wir doch die Säuren reduzieren, weil wenn der Stuhl sauer riecht, ist ja auch ein Problem. Was haben wir noch? Nummer 10, die Schadstoffe im Dickdarm ist ein Riesenthema und im Enddarm. Nummer 11 für die Elastizität. Mir fällt die Nummer 1 noch einmal ein für die Divertikel, für die Ausbuchtungen, die natürlich auch belastend sind. Natürlich wollen wir beim Einlauf Mineralstoffe dazugeben. So, und bei den Vaginalspülungen ist es das Gleiche. Weil wir können auch Waschungen machen, selbstverständlich. Und wir können, und jetzt komme ich zu etwas, was die Adlerpharma ja allen Kunden zur Verfügung stellt, in den Apotheken, zum Adler Topics Heft. Topics, topische Anwendung, sind äußere Anwendungen. Und Sie sehen dann auf der Seite 37 einen Tipp, Kopf, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Kopfhaut und Haare. Und wissen Sie, was bei dem Tipp nur dabei steht? Sprühlösungen bei Schuppen oder ein biochemisches Haarwasser. Also hier gibt es ganz tolle Anregungen für die äußere Anwendung. Und dann, natürlich sind wir jetzt bei einem Hauptthema, gibt es Cremegele und Salben. Bei den Salben, ich habe zuerst schon von der Hustensalbe gesprochen, die bringen eine leichte Depotwirkung. Das heißt, wenn ein Kind einen Husten hat, ich trage die Hustensalbe auf, reichlich, auch am Rücken natürlich, ein Hemdchen drüber. Und in der Nacht wirkt das ein. Salben haben also eine leichte Depotwirkung. Cremegele, da steht der Fachausdruck hydrophile Salbengrundlagen. Das ist so, dass in ein Gel, also die Cremegele bestehen ja zu 80-90% aus Wasser. Und in diese Gele wird nun eine rückfettende Komponente eingebaut, weil Gele die Haut unansehnlich werden lassen. Und deshalb Cremegele. Und jetzt ganz kurz die Adler Topics, so wie ich Ihnen hier dieses Heft gezeigt habe, da sind ja alle beschrieben. Und ich habe eine ganze Reihe von diesen Topics hier aufgereiht für Sie, die wir dann vor allem, wenn wir die Mineralstoffe besprechen, auch noch anwenden. Diese Adler Topics, diese äußere Anwendung, wird in Reinräumen hergestellt, wie Arzneimittel. Also nach GMP-Richtlinien, Good Manufacturing Practice. Und in diesen äußeren Anwendungen sind die Mineralstoffe, die da drinnen sind, in der Originalverdünnungsstufe enthalten. Und wenn es bei der Blähungskoliken kolikartige Schmerzen ist, die unwillkürliche Muskulatur, und die haben wir im Darm, dann brauchen wir die Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, und das ist jetzt in der 6. Dezimalverreibung da drinnen enthalten. Also wie wenn man einen Brei auflegt. Die Produkte sind dermatologisch getestet, wir haben eine Mikrobiologie im Haus. Jede Charge, also jedes Mal, wenn so ein Produkt produziert wird, wird diese Menge getestet.
ob sie wirklich mikrobiologisch einwandfrei ist und dann freigegeben. Konservierungsmittel so wenig wie möglich, so viel wie nötig aus der Naturkosmetik. Unparfümiert. Wir haben ein paar Düfte, eco-zertifizierte Düfte, also wirklich höchste Qualität. Und wir leisten einen, ich würde sagen, wesentlichen Beitrag an die Umwelt. Wir verpacken unsere Produkte nicht mit einem Karton und haben da auch keinen Beipacktext dabei. Und das ist eigentlich schon wichtig. Man könnte sagen, naja, wenn man so diese Reihe von Produkten anschaut, naja, ansehnlich. Ich würde behaupten, sie sind ansehnlich, weil sie ja tolle Etiketten haben. Und wir brauchen das nicht verpacken. Also wenn wir das alles verpacken würden, würde noch sehr viel Umweltbelastung dazukommen. Wir haben ein paar bewährte Mineral, also Salbenkombinationen, das ist die Hustensalbe, die ich Ihnen schon gesagt habe. Wir haben auch ein Gel W. Gel W, Sie werden sich denken, wo ein Buchstabe. Ja, wir dürfen das nicht draufschreiben, dass das für die Wunden ist. Bei kleinen Wunden natürlich nicht, Wunden, die genäht werden müssen. Und manche Mutter hat schon gesagt, das ist ein Wundergel. Gell? Dann haben wir ein Cremegel und eine Salbe EN, Ekzeme Neurodermitis. Ich habe selber auf meinem Vorfuß, habe ich da, so muss ich da ein bisschen hoch, so am Vorfuß habe ich da so ein Ekzem gehabt, habe ich meine eigene Creme angewendet, hat super geholfen. Also das sind diese bewährten Kombinationen. Und wir haben jetzt sehr viele Produkte für die Körperpflege. Wir haben die, für das Gesicht eine Reinigung. Wir haben aber auch noch eine Creme für die Pickel, die Seborrhiv. Wir haben Gesichtscremen. Und wir haben für die Lippenpflege, da das, den zeige ich Ihnen. Den Lippenbalsam und die Lippencreme. Lippenbalsam, hier unser kleines, kleinstes Produkt und sehr bewährtes Produkt, bei vielen Menschen beliebt. Und wer halt nicht dauernd da in den Tiegel eingreifen will mit seinem Finger, für den haben wir die Lippencreme, hat einen eigenen Spender. Sieht man das? Ja. Warum steht der Lippencreme 9? Na, wollte ja ein Smiley hinmachen. Thomas, aber zum Lippenbalsam muss ich was sagen. Deine liebe Frau hat mir vor Jahren mal beigebracht, Nana, schmier du die Lippenbalsam unter das Auge. Ich schwöre es. Ja, also falls irgendjemand interessiert heute Abend, ich schmier mir das Lippenbalsam seit Jahren, wirklich bevor ich schlafen gehe, unter das Auge. Weiß ich nicht, ob ich jetzt faltiger wäre, wenn ich es nicht getan hätte, aber mir tut das total gut. Also Lippenbalsam nicht auf die Lippe, sondern unter das Auge. Danke, ich schalte mich schon wieder stumm. Aber, ja, ich lese jetzt da gerade was Interessantes. Schüsselsalze sind ja schon in einem recht dicken Plastikgefäß. Ich habe aber jetzt von der äußeren Anwendung gesprochen. Wenn wir jetzt an die, noch zu den Schüsselsalzen gehen, dann überlegen Sie mal, wenn Sie, wir haben ja nicht nur 100 Gramm, wir haben 250 Gramm, 500 Gramm und 1000 Gramm. Wenn Sie jetzt ein Gefäß haben wollen, und das mahnen ja viele Gläser ein, wo Sie ein Kilo in ein Glasgefäß geben, dann ist erstens einmal das Glasgefäß schon sehr schwer. Und wir haben das Problem beim Versand. Im DPD, bei diesem Paketdienst, fallen bei der Sortierung die Pakete ungefähr 1,5 Meter von einem Band auf das andere. Und ich kann Ihnen sagen, wir wollen den Bruch nicht riskieren. Wir haben sogar Brüche bei unseren Kunststoffgefäßen, die wir natürlich ersetzen, das ist ja keine Frage. Aber deshalb sind ja die Apotheken bekommen ja diese Produkte wirklich besonders verpackt. Hier gibt es für unsere Verpacker eigene Einschulungen, dass das wirklich gut verpackt ist. Und momentan gibt es gar bessere Verpackung. Meine Frau hat sich schon um recycelte Dosen, also um Dosen bemüht, die aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Ich kann Ihnen nur sagen, die stinken.
weil hier wird jedes Plastik zusammengegeben und sie sind unansehnlich. Und das kann man nicht machen. So einfach muss ich das beantworten. Aber es ist kein dickes Plastikgefäß. Schauen Sie sich die Dosen an und schauen Sie sich andere Dosen an. Wir müssen Dosen haben, die den Transport überstehen. Also Gott, es ist ja gleich, ob man mit DPD oder DHL, weil ich schon eine Firma genannt habe, kann man auch andere Firmen nennen. Und ja, wir beliefern viele Apotheken auch in Deutschland. Das sind Partnerapotheken, die bekommen alle Unterlagen, die wir haben, also auch, also nicht nur das Topix-Heft, wir haben ein Heft über die Komplexmittel, über unsere sieben Komplexmittel, wo also der Allergiekomplex sehr erfolgreich ist und der Immunoferinkomplex. Wir haben ein Heft über unsere unsere Nährstoffkombinationen. Und ja, wir haben auch ein Prospekt, will ich gerne noch ein paar Bemerkungen machen über unsere Entschlackungskur. Wir haben ein ganz ein neues Produkt, das Theomin. Und jetzt muss ich ein Missverständnis aufklären, das immer wieder kommt: Nachfüllpackungen in Papiersackerln. Wissen Sie, und das ist mir jetzt ganz wichtig, Sie befinden sich, Frau Kremser, Sie befinden sich im Bereich von Arzneimitteln. Und Arzneimittel dürfen nur einmal in einem Gefäß verpackt werden und nur so in Umlauf gebracht werden. Es ist unmöglich, also ich kann Ihnen nur sagen, die Genehmigung für die Nummer 3, Ferrum Phosphoricum, hat das Etikett in der Genehmigung. Da dürfen wir keinen Beistrich verändern. Wir dürfen das Bild nicht verändern. Und es muss original verpackt sein. Also wir dürfen Arzneimittel nur original verpackt in Umlauf bringen. Und deshalb müssen Sie auch den Deckel, wenn Sie das neu bekommen, öffnen. Und hier muss das aufgemacht werden. Der Einmaligkeitsverschluss. Noch einmal, Arzneimittel dürfen nur einmal in einem Gefäß abgefüllt werden und verkauft werden. Es gibt keine Arzneimittel in Papiersackerln. Ich weiß, das hat es früher mal gegeben von Vertrieb, den ich gut kenne. Das ist, wenn Sie eine Arzneimittelqualität haben, wenn Sie haben wollen und eine Apothekenqualität haben wollen und wenn Sie hier Arzneimittel in höchster Qualität haben wollen, dann geht das nur in Einmalpackungen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist auch, dass unsere Dosen keine Mikroplastik abgeben. Also auch wenn Sie hier den Deckel aufdrehen und reiben, gibt unser Kunststoff keine Mikroplastik ab. Noch eine Qualität, die habe ich vergessen. Aber das ist mir ganz wichtig. Da muss ich einfach aufklären, Arzneimittel haben ein bestimmtes Prozedere, zu dem pharmazeutische Fabriken gezwungen sind. Da gibt es keinen Millimeter Abweichung. Und die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährung und Arzneimittelsicherheit, die kontrolliert auch pharmazeutische Betriebe. Alle 2 bis 3 Jahre kommen zwei Spezialisten und kontrollieren den Betrieb auf Herz und Nieren. Erstens einmal die Anlagen und dann die Dokumentation und das Qualitätsmanagement. Die sitzen da ganze Woche und schauen das alles bis ins letzte Dokument an, ob das alles wirklich ordentlich abläuft. Und es hängt ja auch eine große Verantwortung an Arzneimitteln. Und ich danke Ihnen, dass Sie diese Frage gestellt haben. Weil das ist vielleicht für viele wichtig, dass sie das wissen. Darf ich noch einmal zurückgehen? Lippenbalsam und Lidcreme. Und ich kann da anfügen, in Zell am See haben wir sehr viele Menschen aus Dubai, also Araber, muss ich so sagen jetzt. Und die verwenden ganz gerne Lippenbalsam als Lippencreme. Bodycare ist Ah. eigentlich. Für den Körper haben wir ein Duschgel, wir haben die Zellulite, wir haben Körpercreme. Wir haben Körpercremen für feuchtigkeitsarme Haut und für fettarme Haut. Das muss unterschieden werden natürlich.
Und wir haben eine Hand- und Nail-Lotion. Also die Produkte kommen natürlich dann bei den Mineralstoffen. Und wir haben später noch Spezialitäten, eine Kälteschutzcreme, aber diese Asquinel ist auch für verhärtete Narben. Und so eine Nebenbemerkung: Frauen, die schwanger sind, wegen den Strie, wegen den Streifen, gell, am Bauch, Körpercreme Regeneration oder Tenviva, aber für den Damm, dass der elastisch ist, Asquinel und riesig, oh, wie sagt man da, positive Rückmeldungen, die hier mir wichtig sind. Die Zahnpasta habe ich schon erwähnt. Wir haben auch eine QBW. Wissen Sie, wie solche Namen entstehen? Q bei Rose, B sind Reiser, Venen, QBW. Ja, drei Anwendungen. Wir haben auch ein tolles Produkt für die Haut in der Sonne. Keinen Sonnenschutz, aber für die Eigenschutzzeit der Haut, für die Stärkung der Haut ist das sehr gut geeignet. Wir haben noch für die Sportler eine After Sport Recovery Lotion, wir haben eine Regidol Gelenkecreme, die mir sehr wichtig ist. Und wir haben ein Entschlackungspaket. Bitte schenken Sie mir da jetzt noch 7 Minuten, 8 Minuten bis 9. Das ist mir so wichtig. Und ich weiß ja, dass Nana unser Entschlackungspaket auch sehr schätzt bei den Fastenkuren. Gut. Menschen wollen. Was wollen die Menschen? Und meistens wollen sie abnehmen. Wissen Sie, es gibt auch schlanke Menschen, die haben Allergien, die haben Hautkrankheiten, die haben gesundheitliche Probleme. Und jetzt kommt ein Bild, das ich so sehr schätze, das hat meine Frau in die ganze Diskussion eingebracht. Das ist das Zylindermodell nach NOAC. Stellen Sie sich einen Glaszylinder vor. Und der wird gefüllt. Wir kommen auf die Welt mit einer gewissen Vorbelastung. Wo kommt die her? Von der Mutter. Die Mutter entgiftet sich am Kind. Das ist ein naturgemäßer Prozess, der ist eben fertig. Und dann wird jetzt eine Schicht nach der anderen in diesen Zylinder hineingebracht an Belastungen. Und da haben wir schon einmal die Krankheiten, die Kinderkrankheiten, da haben wir die Impfungen, die sind belastend, das ist keine Frage. Der Körper muss sich damit auseinandersetzen. Und dann kommen die Krankheiten in der Schule und dann kommt die Ernährung und dann kommen die Burger und dann kommt das Cola und dann kommt, habe ich schon zuerst gesagt, die Kinder befinden sich auf der Ebene der Auspuffröhren. Schadstoffe, Cadmium stößt jeder Benzinkatalysator aus und so weiter, Schadstoffe. Also es wird aufgefüllt, ja? Dann kommen Hormone, dann kommen Medikamente, dann kommt wenig Schlaf, es wird nicht abgebaut und der Zylinder füllt sich. Und wenn Sie sich vorstellen, so mit Wasser füllen, ja? Und sie füllen den, am Schluss haben sie da so einen Guss drauf, durch die Oberflächenspannung vom Wasser. Ja? Und jetzt kommt der letzte Tropfen und das geht über. Und weil wir monokausal denken, also nur in Warum-Frage, ne? Weil jetzt ein Beispiel. Ich habe immer durch eine blühende Wiese gehen können und jetzt macht mir das solche Probleme mit meinem Heuschnupfen. Ich habe immer Nüsse essen können. Jetzt kriege ich taube Zunge. Ich habe immer Erdbeeren essen können. Jetzt wäre ich da auf einmal, was weiß ich, kriege einen Durchbruch. Ich habe immer etwas tun können, auf einmal kann ich es nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Also jetzt habe ich dann auf einmal Allergie und jetzt wird die Allergie bekämpft. Das Letzte, ne, was da gekommen ist. Ja? Mit Antihistaminika. Und Allergiker werden Ihnen bestätigen, Sie brauchen jedes Jahr ein stärkeres Medikament, um das wegzudrücken. Ja, warum denn? Ja, weil sie immer mehr sich in diesen Zylinder angefüllt hat. Muss zurückgedrückt werden. Jetzt gehen wir aber woanders hin. Also kann ich nur sagen, ich habe einen Masseur erlebt, der hat den Neurodermitis auch an den Händen und wenn der Orangen angegriffen hat, dann ist schon rausgekommen. Und so weiter, ja. Es gibt das MCS-Syndrom, das heißt Multiple Chemical Sensitivity. Es gibt Menschen, auf die auf winzigste Spuren extrem reagieren. Ich habe in München einen Industriellen betreut, der hatte allergisches Asthma und der hat, weiß Gott, was alles hat der
konsultiert und na gut, mit mir hat der Greti hat nur ein paar Sachen gehabt, die haben auch nicht geholfen. Am Schluss habe ich ihn gefragt, was er isst. Er isst so gern Äpfel. Ja, wo er die kauft. Irgendwo am Markt halt. Dann habe ich gesagt, der Nasen, gell, Riecher, habe ich gesagt, kaufen Sie sich bitte wirklich ungespritzte Äpfel. Und wirklich ungespritzte Äpfel. Und wissen Sie, das war die Ursache, die Spritzgifte. Also, schauen wir mal her. Wir sind da oben im Zylinder und reagieren auf alles. Und wir behandeln nur das, was da jetzt passiert. Da oben. Und ich sage Ihnen was. Ah, wir haben einen Ausbilder bei uns in der GBH, in unserer Gesellschaft, den Stefan Lackermeier. Der hat einen Artikel geschrieben, manche kennen ihn vielleicht im Journal, über seine Neurodermitis. Der Mensch hat eine Neurodermitis erlebt, es ist ja dramatisch, wirklich dramatisch gewesen. Seine Frau hat ihn dann verführt in ein Tagesseminar von mir, da hat er Schüssler kennengelernt und dann hat er es angewendet, hat Hilfe bekommen und ist jetzt Ausbilder geworden. Und er hat über seine Neurodermitis geschrieben und hat auch einen Vortrag gehalten. Und wissen Sie, was er am Schluss hingeschrieben hat? Entlasten, entlasten, entlasten. Und jetzt stellen Sie sich einmal den Zylinder vor und ich arbeite nicht da oben, sondern ich arbeite irgendwo Schichten heraus von dem Zylinder. Ja? Was passiert denn dann, wenn ich so eine Schicht ausgearbeitet habe? Ja, oben geht das auch herunter. Das heißt, mir ist es ungeheuer wichtig, den Körper entlasten und viele Sachen gehen zurück oder sogar weg, weil dem Körper auf einmal Ressourcen zur Verfügung stehen, um auf diese Belastungen zu antworten. So, das ist einmal das Entlasten. Und das ist mir so wichtig. Und wir müssen die Leber entlasten. Und jetzt gibt es Menschen, die wollen abnehmen. So, ja, dann, was tun sie da? Nichts mehr essen. Ne? Das, wenig essen. So. Oder vielleicht in der Fastenkur gar nichts. Aber nehmen wir mal die Menschen, die normal ohne spezielle Betreuung abnehmen wollen, essen wenig, der Körper baut Gewebe ab. So, was baut er denn für Gewebe ab? Na Gott sei Dank nicht den Herzmuskel, das darf geschmunzelt werden. Er baut marginales Gewebe ab, aber was ist denn das jetzt für Gewebe? Wissen Sie was? Die Leber ist konfrontiert mit Stoffen, die sie nicht abbauen kann. Insektizide, Pestizide, jetzt druckt mir die Zeit. Insektizide, Pestizide kann die Leber nicht abbauen und das wird in Fettgewebe eingebaut und dann haben wir die Fettleber. Und dann gibt es viele Stoffe, die der Körper noch nicht abbauen kann und die werden jetzt eingelagert. Ja, wo werden die eingelagert? So, jetzt muss ich direkt aufstehen. Hier haben wir den Rettungsgürtel, den Schwimmreifen. Warum haben wir den da? Weil da ist die Leber. Und da sind die Stoffe in der Einlagerung und da gibt es dann das Puddinggewebe. Ja? Jetzt geht es aber weiter. Wenn nämlich jetzt weitere Stoffe noch den Körper belasten, dann schwillt der Körper an. Wir haben eine Korpulenz mit Eiweiß, eine Korpulenz mit Schadstoffen und eine Korpulenz mit Fett. Es gibt meistens sind's Mischformen. Und da haben jetzt, fängt der Mensch aber abnehmen an. Ja, so ein Gewebe wird jetzt abgebaut. Auf einmal werden Säuren frei und Schadstoffe frei und diese Stoffe sind jetzt im Stoffwechsel und da steigert sich bis zu einer gewissen Konzentration, wo der Körper sagt, Rienne war blöd, es geht nichts mehr und wenn es da fast nichts mehr ist, ich zerleg da kein Gewebe mehr. So, dann fangst du resignieren an. Dann fängst du Essen an und dann fängst du Fressen an. Entschuldigung, es kehrt so. Warum? Weil der Körper will all diese Stoffe, die jetzt den Stoffwechsel belasten, wieder in Gewebe einbauen. Und was haben wir da jetzt? Abnehmen, also abnehmen, zunehmen. Abnehmen, zunehmen. Jojo-Effekt. Ne? Weil auf die Ausleitung dieser Stoffe nicht geachtet wurde. Entlasten, entlasten, entlasten. So. Und jetzt gibt es Menschen, wenn die jetzt unser Zellbasic nehmen,
Ich hoffe ja, das Entschlackungspaket da herkriegt, weil es mir so wichtig ist. Wenn Sie jetzt Menschen, die unsere Zell Basic nehmen, unsere Entlastungsmischung, so geht es ja schon gern, weil sie da nicht reagieren, weil der Körper, der Stoffwechsel sagt, du kannst jetzt da, was du willst, ich reagiere nicht mehr. Stoffwechselblockade. Da brauchen wir jetzt einen Rempler. Und eine Frau in einem Seminar gesagt, nein, kein Rempler, ein Schubser. Also ich bin, ja, sagen wir mal, es gibt eine Spannungsbreite zwischen Schubser und Rempler. Aber ich bin für einen Rempler, wenn er sehr hartnäckig ist, der Stoffwechsel, und das ist das Hepaxin. Das Hepaxin, ich habe leider die Dose nicht hier, aber ich habe das Bild hier. Hepaxin ist der Rempler für den Stoffwechsel, dass der in Schwung kommt. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Mineralstoffe ein, einfach Stoffwechsel aktiv. Wir haben das Hepaxin entwickelt für Menschen, bei denen Amalgamfüllungen entfernt wurden. Ja? Bitte die erste Empfehlung nach der Entfernung von Amalgamfüllungen, bitte, ist Öl ziehen und dann Hepaxin. Dann, nach dem Rempler, kommt das Cell Basic. Das sind 14 Mineralstoffe. Wir haben 5 Stoßrichtungen, also eine Hand reicht, 5 Stoßrichtungen, die wir mit diesen 14 Mineralstoffen machen. Ja, das ist super. Öl ziehen und dann Hepaxin einnehmen. Nach dem Schubser kommt das Cell Basic, richtig. So, was machen wir mit Cell Basic? Wir haben eine Energiemischung drinnen. Wenn der Körper was machen soll, braucht er Energie. 3, 4, 5 und 8. Wir wollen die Säure ausscheiden, also ist eine Säuremischung drinnen. So, für die Regulierung vom Säure-Basen-Haushalt. Wir scheiden Schadstoffe aus, Müll. Und jetzt kommt was Wichtiges. Wer denkt schon an die Schwermetalle? Wir haben eine Kombination für Schwermetalle drinnen. 8, 19, 21 und 26. Diese Ausscheidung ist ganz wichtig. Und jetzt kommt nur ein Satz, der ist mir auch wichtig. Warum werden so viele Menschen nach einer Crash-Diät krank? Wissen Sie warum? Weil so viele freie Radikale frei werden. Und die fressen im Gewebe. Und wie? Und wir haben fast die ganze Anti, ja, das sind die Metalle, genau. Wir haben fast die gesamte Antioxidantienmischung der Biochemie in diesem Cell Basic. Die Mineralstoffe sind gewichtet und nach der Bedeutung, es kann Reaktionen geben, die kann man dann besprechen, es kann auch Sodbrennen entstehen, dann gibt man die Nummer 9, es können Schadstoffflut entstehen, gibt man die Nummer 10. Also man kann da sehr viel auffangen. Die Einnahme, alles steht in diesem Heft, das die Adler Pharma jetzt extra herausgegeben hat, mit der Füßler Detox Kurz- und Wohlfühlgewicht. Und da ist es genau beschrieben. Dann, was mir noch wichtig ist, wir haben einen Stoffwechsel-Tee. Und jetzt beim Tee, werden Sie sich denken, was? Schafgarbe, Buchgrau, Brennnessel, Löwenzahn, der schmeckt ja grausig. Wir haben die geringste Menge Teemischung in den Beuteln, die genehmigt wurde. Und nein, gibt es nicht laktosefrei. Und dieser Beutel wird auf 1 bis 1,5 Liter aufgegossen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz für Sie. Bitte nehmen Sie den auch noch mit. Für jeden Wirkstoff, den ich über einen Tee dem Menschen, der Mensch sich zuführt, braucht der Körper eine gewisse Menge Flüssigkeit. Noch einmal. Für jeden Wirkstoff, den ich dem Körper zuführe, braucht der Körper eine gewisse Menge Flüssigkeit. Und jetzt werden Sie sich denken, ja, dann machen wir unsere Tees alle viel zu stark. Stimmt. Und weil die Tees alle viel zu stark gemacht werden, gibt es die Empfehlung und die Regel, da darf man nur 4 bis 6 Wochen trinken. Ist ja verständlich. Warum? Ja, weil sich dann die Wirkstoffe im Körper aufstauen, ansammeln, mit denen er nicht mehr zurechtkommt. Ja? Wenn du aber den Tee so dünn anmachst, wie ich jetzt gesagt habe, wir trinken den Tee schon jahrelang als Frühstückstee. Und weil er so dünn angemacht ist, erzeugt er keinen Stau.
Also ich rede jetzt nicht vom Genusstee, gell? Ich liebe den Earl Grey Tee. Aber wissen Sie, was ich noch im Earl Grey Tee kriege? Ein Durst. Der Körper will das verdünnen. Gut. Und wir haben das basische Bad, das zeige ich noch her. Das braucht eine spezielle Anwendung. Wir baden über der Körpertemperatur. Warum über der Körpertemperatur? Da werden noch 20 Minuten Schadstoffe ausgeschwitzt. Es ist ein basisches Wasser, da gehen die Säuren hinaus und es ist wirklich sehr empfehlenswert. Und zum Schluss, wirklich ein ganz schönes Produkt, die Evozellen. Die Evozellen wird von vielen Menschen sehr geliebt. Sie löst Staunen auf. Sie, also zum Es gibt Anwendungen, die einfach durch die enthaltenen Mineralstoffe hier optimal sind, zum Beispiel Lymphstau oder Zysten oder was immer. Aber das Wichtigste ist, die Zellulite ist auch ein gestautes Gewebe. Und es gibt Damen, die das sogar ganz körperlich verwenden. Und eine Dame, die das schon längere Zeit macht, war auf Kur bei einer speziellen Massage. Und dann sagt die Frau nach der Massage, wissen Sie was? Sie haben wirklich wenig Ablagerungen unter ihrer Haut. Ist doch super, wenn man über die Mineralstoffe solche Wirkungen haben kann. Und ich bin jetzt am Ende. Ich habe noch was für Sie, ganz kurz, zum Schmunzeln, ist mir auch wichtig. Ich danke vor allem für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für die geschenkte Zeit, die ich überzogen habe. Und jetzt schauen wir uns noch Omas Naturheilmittel an. Omas Naturheilmittel. Zur besseren Verdauung trinke ich Bier. Bei Appetitlosigkeit trinke ich Weißwein. Bei niedrigem Blutdruck Rotwein. Bei hohem Blutdruck Cognac. Und wenn ich verkühlt bin, nehme ich Slivovitz. Und wann trinkst du Wasser, liebe Oma? War eine so schwere Krankheit hatte ich noch nie. Es war wie immer sehr groß, sehr besonders. Du hast wie immer überzogen. Ich kenne das schon. Ja. Aber man kann dich ja nicht unterbrechen. Es ist alles so, so toll. Und ich schätze das, was du uns dabei bringst. Und jeder nimmt sich das Stückerl raus, was er braucht. Und ich glaube, dass für die meisten ganz, ganz viele Stückerl da heute wieder dabei waren. Und ihr habt alle die Unterlage. Und dann freuen wir uns auf den zweiten Abend mit dir. Und jetzt bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen euch eine gute Nacht und cremt euch ein, schmiert euch ein, badet euch ein, entlastet euch, whatever. Oder trinkt Rotwein fürs Herzerl, keine Ahnung was. Genießen wir das Leben. Aber wir haben heute so viel Tolles wieder mitgenommen. Thomas, herzlichen Dank und euch allen gute Nacht bis Donnerstag. Wir freuen uns schon. Herzlichen Dank, sagen Thomas und die Nana, für eure Aufmerksamkeit. Und Könntest du Omas Naturheilmittel auch mitschicken für die Leute, die. bitte sehr, die das dann daheim am Stammtisch erzählen wollen, Thomas, wo es keiner versteht, weil da saufen sie alle Bier, aber man kann es ja dann auch woanders Ja, du hinsetzen. könntest Ist mitschicken. gut, ich schicke Omas Naturheilmittel auch mit. Also, schlaft gut, gute Nacht, bis am Donnerstag, freuen wir uns, gell? Baba, tschüss, baba. Tschüss.